Kuschelig. Ja, guten Tag. Mein Name ist Armin Wolf und ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur ÖH-Wahl 2017 begrüßen. Ich bin total begeistert, dass Sie alle hierher gefunden haben durch dieses unfassbare Labyrinth und finde, alle, die nicht Medizin studieren und hierher gefunden haben, denen sollte man für diese Leistung zumindest ein Semester ÖH-Beitrag erlassen. Wir werden das dann mit dem zukünftigen Vorsitzteam hier ausmachen. Ich habe eine große Bitte. Bitte benehmen Sie sich. Wir sind nicht unter uns, sondern es gibt einen Livestream dieser Veranstaltung jetzt auf fm4.orf.at und in der TV-Thek des ORF. Und am Abend wird die gesamte Veranstaltung ungeschnitten und zeitversetzt im hochauflösenden Farbfernsehen gezeigt, nämlich in ORF 3 um 22.45 Uhr. Sie wissen, das ist unser Edelsender, da trägt man normalerweise Krawatte. Ja? Also es wäre schön, wenn wir uns da gebührend benehmen. Sie sehen, wir haben hier ein möglicherweise unerwartet großes Podium, nämlich die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller Listen, die in zwei Wochen bundesweit antreten. Warum unerwartet? Weil es, wie vielleicht manche mitgekriegt haben, in den letzten Tagen da einen kleinen Palawatsch gegeben hat. Die ÖH hatte nämlich ursprünglich nur die 5 größten Listen eingeladen. Die Idee war, eine etwas tiefergehendere, fundiertere Diskussion zu ermöglichen als beim letzten Mal mit 11 Kandidaten und Kandidatinnen. Jetzt ist aber gut gemeint, wie man weiß, gelegentlich das Gegenteil von gut. Eingeladen waren nämlich die Listen mit mindestens 3 Mandaten in der Bundesvertretung oder, wie es hieß, mit Clubstatus. Jetzt sind zwar tatsächlich nur die 5 größten Listen in den Ausschüssen der Bundesvertretung vertreten, aber es gibt in der Bundesvertretung seit 2015 keine Clubs mehr. Jetzt könnte man meinen, dass die ÖH das weiß, wusste sie aber nicht. Gut, die Leute, die dafür verantwortlich sind, kandidieren eh alle nimmer, also insofern wurscht. Und deshalb irgendwie sind jetzt hier, das musste ich jetzt loswerden, das war echt ärgerlich. Und deswegen sind wir jetzt hier alle Neune und da stehen wir jetzt. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Möglicherweise fragen Sie sich, warum moderiert es dieser ältere Herr da in der Mitte? Hat da irgendjemand seinen Vater mitgebracht, weil er sich alleine fürchtet? Das ist eine berechtigte Frage. Also nicht das mit dem Fürchten, aber mit dem Alter. Das hat aber damit zu tun, dass ich sehr viel praktische Erfahrung mit ÖH-Wahlen habe. Ich habe nämlich bis zu meinem Magister schlanke 29 Semester studiert und bis zu meiner Promotion insgesamt 40. Das sage ich Ihnen aus 2 Gründen. Erstens, wer von Ihnen nicht ganz in der Mindestzeit ist, ich vermute 1 oder 2 im Saal, es gibt Hoffnung. Ja? Und zweitens, ich war bei genau 10 ÖH-Wahlen wahlberechtigt und das schafft nicht mal Sigi Maurer. Ja? So, wir werden uns für diese Diskussion ein bisschen weniger Zeit nehmen als 40 Semester, nämlich 1,5 Stunden. Und weil wir hier ja ziemlich viele am Podium sind, oder wie Erwin Bröll sagen würde, auf der Anklagebank, möchte ich das eher straff anlegen. Das heißt, ohne lange Referate und Wahlreden geht davon aus, dass niemand eine Privatstiftung hat. Und damit Sie überhaupt einmal wissen, wer hier vor Ihnen steht, habe ich mir Folgendes ausgedacht, hat sich beim letzten Mal bewährt. Jede und jeder am Podium hat jetzt genau 60 Sekunden Zeit, das ist relativ knapp, 60 Sekunden Zeit, sich selbst und in ein paar Schlagworten seine oder ihre Fraktion vorzustellen und auch das wichtigste Thema zu nennen, um das sich die ÖH in den nächsten 2 Jahren, nämlich die ÖH-Bundesvertretung, für die kandidieren die ja alle, für die ÖH-Bundesvertretung in den nächsten 2 Jahren kümmern soll. Jetzt haben wir uns bei der Aufstellung des Podiums was total Originelles einfallen lassen. Wir haben die Fraktionen von innen aus gesehen, von rechts nach links aufgestellt. Ja, jetzt ganz rechts außen war leicht. Ja, da stehen. Der RFS hat viele Anhänger mitgebracht. Links außen ist jedes Mal total schwer, weil da stehen KSV Lilly und KSV KJÖ und seit 10 Jahren versuche ich zu verstehen, was die unterscheidet und wer jetzt die besseren Kommunisten sind. Ja. Seit vorgestern weiß ich Christian Kern, aber der ist nicht.
Aber der hat sich entschuldigt. Und weil wir die beiden nicht übereinander stapeln und, können und gleichzeitig vorstellen, haben wir die Liste No Mam, die wir nicht wirklich rechts, links irgendwie einordnen konnten, ganz nach außen gestellt. Und die beginnt jetzt auch. No Mam ist die einzige Liste hier am Podium, die zurzeit nicht in der Bundesvertretung ist, aber bundesweit kandidiert, deswegen auch da ist. Und der Spitzenkandidat ist Philipp Reutinger und Ihre 60 Sekunden beginnen jetzt. Ja, hallo, freut mich auch, dass ich da bin. Wir sind nicht in den Bundesvertretern, weil wir letztes Mal nicht kandidiert haben, einmal vorweg. Und es ist so, ich studiere Mechatronik in Linz, bin im 11. Semester und vertrete hier den OMM. Um anzuschließen, die Frage links, rechts, mittig, ich würde uns eher mittig einordnen, weil links sind wir nicht und rechts sind wir nicht. Und zu unseren Kernthemen, was diese Wahl betreffen, wir haben sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, mittlerweile schon 20 Jahre lang. Und wir vertreten erstens den Weltfrieden, zweitens sind wir wirklich für Freibier, wir sind verschrien auf der JKU für unser Bier und auch unsere Kunst, das zu leben. Und ja, weil das wirklich auch sehr ernste Themen sind für uns und generell, würde ich sagen, wir tun ein bisschen was auf den Arsch und sind dafür ein dreilagiges Klopapier. Danke. Gut. Weil Sie noch 13 Sekunden hatten, wichtigstes Thema für die nächsten zwei Jahre? Bier, Bier, Bier. Gut, gingen 3 Sekunden. Wunderbar. So, jetzt beginnen wir mit den Linksfraktionen, mit den Deklarierten. Michael Fischer ist nicht der Spitzenkandidat von KSV Lilly, weil die Spitzenkandidatin, die Frau Schuh, leider erkrankt ist. Er ist Nummer 2 auf der Liste, ist vor einer Stunde eingesprungen. Sehr super, vielen Dank fürs Kommen. KSV Lilly hatte bei der letzten Wahl 2,5% ein Mandat in der Bundesvertretung. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was haben Sie vor? Also, wie gesagt, mein Name ist Fischer Michael und unsere 3 Hauptthemen im Wahlkampf sind Antifaschismus, Feminismus und Barrierefreiheit an den Unis. Und dafür verteidigen wir das allgemeinpolitische Mandat gegen die Angriffe der Junos und der AG. Wir finden, das ist wichtig in Zeiten, wo die FPÖ immer stärker wird und ein Großteil der Studierenden anhand von völkischen Kategorien am liebsten vom Studium ausschließen würde. Deshalb braucht es eine ÖH, die nicht nur auf der Uni politisch sein kann, sondern auch in der Gesellschaft politisch sein kann, die zivilgesellschaftlichen und antifaschistischen Organisationen eine Stimme gibt, die sie sonst nicht hätte. Und natürlich sind wir auch Kommunisten und Kommunistinnen. Wir sind also nicht nur für die mehr oder weniger gerechte Verteilung des kapitalistischen Elends, sondern wir sind für die Abschaffung des kapitalistischen Elends und für die Aufhebung der Klassengesellschaft. Gut, das ist ja, für 2 Jahre ÖH ein ziemliches Programm. Was wäre das Wichtigste? Das allgemeinpolitische Mandat erhalten. Okay. Jetzt sagt der Lukas Haselwander, der neben Ihnen steht, der KSV Lilly hat mit dem Marxismus nichts zu tun. Sie sagen wieder, Sie sind Kommunisten, mich verwirrt das alles sehr. Der Herr Haselwander ist Spitzenkandidat von KSV KJÖ, zuletzt 2,3%, also minimal kleiner, aber auch ein Mandat. Und ich hoffe, man kann jetzt diesen Unterschied oder Konflikt möglichst ohne Hammer und Sichel lösen und das in 60 Sekunden erklären. Herr Haselwander. Ich bin der Lukas Haselwander, ich studiere in Innsbruck Geschichte. Ich bin schon seit längerem in der Kommunistischen Jugend Österreichs aktiv und in der GBA-TJB Jugend Tirol, der Studierendengewerkschaft. Unsere zentralen Themen im Wahlkampf sind einerseits die Bildungsökonomisierung, das heißt der Umbau der Hochschulen anhand des neoliberalen Kapitalismus, die Anpassung an die Bedürfnisse des neoliberalen Kapitalismus, beispielsweise das mit dem Bachelor-Master-System, eine Masse an billigen, aber hochqualifizierten Arbeitskräften geschaffen wird, die kaum nur die Möglichkeit haben, weiter zu studieren aufgrund der sozialen Schieflage. Und da sind wir auch beim zweiten Thema. Die soziale Lage in Österreich ist generell problematisch für große Teile der Bevölkerung. Und da treffen studierende Interessen auf die Interessen einer großen Teils der Bevölkerung. Und deswegen gilt es auch, das allgemeinpolitische Mandat zu verteidigen und dort eine soziale Allianz zu bilden gegen die gesellschaftlichen Zustände, für eine bessere Gesellschaft und für eine bessere Universität. Und wichtigstes Thema, allgemeinpolitisches Mandat auch. Soziale Lage. Soziale Lage. Okay, also ich hoffe, Ihnen ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Fraktionen klar geworden. Ich nehme dann noch ein Privatissimum und nach der Judäischen Volksfront und der Volksfront für Judäa machen wir jetzt... machen wir jetzt mit Spaltern weiter.
Die Gras hat sich bekanntlich auch zerstritten, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, weil ich würde sagen, irgendwo in den Druckwellen um Eva Klawischnik gestürzt wäre. Die Details in dem Streit habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich habe eine Stunde im Zentrum geschaut, aber gut, jedenfalls kandidieren an zwei Unis jetzt auch andere grüne Studenten, aber bundesweit gibt es nur die Gras und die sind die offiziellen grünen Studenten. Vor zwei Jahren einer der beiden Wahlgewinner mit einem Plus von 4 Prozentpunkten, mit 12 Mandaten die zweitgrößte Fraktion in der Bundesvertretung und die größte Fraktion in der ÖH-Regierung, der sogenannten Exekutive, die ja aus einer Viererkoalition derzeit noch besteht. Und die Spitzenkandidatin ist Marita Gasteiger. Hallo, mein Name ist Marita Gasteiger. Ich bin die bundesweite Spitzenkandidatin der GRAS. Die Grünen und alternativen Studentinnen stehen bedingungslos für den offenen und freien Hochschulzugang ein. Wir wollen eine Ausfinanzierung der Hochschulen, keine Symptombekämpfung. Wir fordern ein Studium Generale, eine Orientierungsphase zu Beginn des Studiums. Außerdem bringen wir mehr Feminismus an die Hochschulen und in die ÖH. Und zudem noch fordern wir eine Existenzsicherung für alle Studentinnen in Form eines Grundstipendiums. Gut, was ist das Wichtigste für die nächsten zwei Jahre? Das wichtigste Thema für die nächsten zwei Jahre wird für uns der freie und offene Hochschulzugang sein. Okay, wunderbar. Gut, muss man loben, es hat doch niemand die 60 Sekunden ausgeschöpft. Als nächstes dran der VSSDÖ, soweit ich weiß, nicht gespalten, aber vielleicht weiß ich nur was nicht, aber weiß ich mir nicht. Das letzte Mal 15%, 8 Mandate, auch Teil der Exekutive. Und die Spitzenkandidatin ist Hanna Lutz. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Hanna Lutz und warum ich auch hier bin, was mir sehr wichtig ist, ist, dass alle Studierenden in Österreich eine Vertretung haben, die kompromisslos hinter ihren Interessen steht. Das heißt, die ihre eigenen Interessen auch zurücksteckt und hier für Studierenden immer appelliert. Was heißt das für uns konkret? Konkret bedeutet das, dass wir wollen, dass es endlich aufhört, dass die Stipendien immer weniger werden aufgrund einer mangelnden Inflationsanpassung, sondern dass all jene, die auch wirklich ein Stipendium brauchen, das auch kriegen. Zweitens, dass der Zugang zu einer Universität nicht davon abhängt, wie viel jetzt meine Eltern vielleicht zu Hause auf der hohen Kante liegen haben, sondern was die Studierenden selbst wollen, wo ihre Talente liegen und wo ihre Interessen liegen. Und drittens, ein Punkt, den ich auch gerne noch weiter diskutieren würde und von dem ich auch überzeugt bin, dass er für die nächsten zwei Jahre, auch für die ÖH-Bundesvertretung sehr wichtig sein wird, ist auch die Digitalisierung der Hochschulen. Wir sehen, es wird darüber gesprochen, in der Schule schon jedem Kind ein iPad zu geben und so weiter. Aber diese Dinge hören dann irgendwo bei der Hochschule immer auf. Und da gibt es viele Möglichkeiten und nützt man die. Ich weiß, der ORF wird nicht jede Vorlesung streamen, so wie heute hier, aber das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Genau, streamen. Streamen geht ja zur Not auch vom Handy. So, jetzt geht's auf dieser Seite von mir weiter. Die Fachschaftslisten Österreichs waren vor zwei Jahren, muss man sagen, der Wahlverlierer, haben fast 5 Prozentpunkte verloren, waren vorher ziemlich stark auf knapp 13%, waren mit ihren 7 Mandaten ebenfalls in der Koalition und die Spitzenkandidatin ist Johanna Zechmeister. Hallo, mein Name ist Johanna Zechmeister. Ich studiere Humanmedizin hier an der Medizinischen Universität Wien. Hier bin ich auch derzeit Vorsitzende der ÖH Med Wien und ich kandidiere heuer bei den ÖH-Wahlen für die FLÖ, die unabhängigen Fachschaftslisten Österreichs. Uns zeichnet es aus, dass wir die einzigen parteiunabhängigen Fraktionen hier sind, also die einzige parteiunabhängige Fraktion, die ÖH-Arbeit wirklich ernst nimmt. Und ja, und wichtige Themen sind für uns leistbarer Studienalltag, weiterhin in der Bildungspolitik uns für die Studierenden einzusetzen, gerade was Gesetze betrifft und den gesetzlichen Rahmen. Und das wichtigste Thema ist mehr Qualität im Studium. Das bedeutet für uns nicht reines Auswendiglernen, sondern mehr Mitbestimmung für die Studierenden durch Evaluationen mit Konsequenzen, ob positiv oder negativ, mehr Flexibilität im Studium. Ein Studium muss wieder etwas sein, was ich eigenverantwortlich machen kann. Ja, damit haben wir die... Damit haben wir
Damit haben wir die Koalition, die derzeitige, durch. Jetzt werden sich vielleicht manche wundern. Ich habe gesagt, 4 Koalitionspartner, da waren jetzt aber nur 3 aus der Exekutive. Der 4. Koalitionspartner, die FEST, die Fraktion engagierter Studentinnen und Studenten, kandidiert diesmal nicht bundesweit und ist deswegen auch nicht am Podium. Das bedeutet übrigens auch, dass die derzeitige Koalition in der Zusammensetzung keine Mehrheit mehr hätte um ein Mandat, was es möglicherweise spannend macht. Die größte Oppositionsfraktion und die größte Fraktion überhaupt in der Bundesvertretung ist seit etlichen Jahren die Aktionsgemeinschaft, allerdings seit langem nicht in der Exekutive, sehr zu ihrem Leidwesen, knapp 27% beim letzten Mal 16 Mandate und angeführt von Silvia Grohmann. Vielen Dank. Mein Name ist Silvia Grohmann, ich bin 22 Jahre alt und gebürtig aus Kärnten. Ich studiere an der Universität Wien Rechtswissenschaften und Chemie. Und heuer darf ich für die Aktionsgemeinschaft als Bundesspitzenkandidatin starten. Uns ist besonders wichtig, dass man in Österreich einfach wieder gescheit studieren kann. Und deshalb treten wir für faire und objektive Zugangsregelungen ein. Außerdem brauchen wir ein österreichweites Studententicket. Weil wie kommt eigentlich jemand, der zum Beispiel aus Kärnten kommt, aber in Wien studiert, dazu, dass er nie heimfahren kann, weil das Geld einfach fehlt? Außerdem brauchen wir eine Reform der Beihilfen. Und für uns ein ganz besonders wichtiges Thema ist, dass man die Studierenden endlich wieder in den Mittelpunkt von der ÖH-Arbeit stellt. Dass es wieder eine Studierendenvertretung ist, die für alle Studierenden da ist, ganz egal, bei welchem Verein man ist, welche Fraktion man wählt, ob man in Hemd oder in Hoodie zur Uni kommt. Wir wollen mal für alle da sein. Was ist das wichtigste Projekt für die nächsten 2 Jahre? Die Studierenden wieder in den Mittelpunkt von der ÖH-Arbeit stellen. Okay. Neben Ihnen... Gut, scheint, als hätte die AG die meisten Funktionäre mitgebracht. Neben Ihnen stehen die Junos. Die Junos waren beim letzten Mal der Wahlsieger, muss man sagen. Zum Teil recht überraschend, haben sich fast verdoppelt auf gut 11%, derzeit 6 Mandate. Und der Spitzenkandidat ist Yannick Schetti. Ja, vielen Dank, Herr Wolf. Mein Name ist Yannick Schetti, ich bin 22 Jahre alt, studiere Jus in Wien. Nach einem Jahrzehnt oder eigentlich mehreren Jahrzehnten Stillstand in der Hochschulpolitik erleben wir, dass sich jetzt endlich was bewegt. Wir haben in der Spitzenpolitik jetzt 2 Politiker mit Bundespräsident Van der Bellen und Kanzler Kern, die in den ganz grundlegenden Fragen endlich Reformen anstreben wollen. Und das sind genau die Reformen, die wir uns auch wünschen, nämlich die Einführung von fairen Zugangsbeschränkungen, nachgelagerten Studiengebühren und einem massiven Ausbau des Stipendienwesens. Das sind genau unsere Themen, die wir umsetzen wollen. Aber die derzeitige ÖH, wo eine rot-grüne Mehrheit auch vertreten ist, die legt sich nur quer, steht nur auf der Bremse und blockiert alles, was von der Politik kommt. Und genau das ist für uns in dieser Situation inakzeptabel, weil die Probleme liegen auf der Hand. Ich brauche es euch nicht erzählen. Wir sitzen in Hörsälen am Boden, wir warten ewig lang auf Plätze in Pflichtlehrveranstaltungen, auf Diplomarbeitsbetreuer. Die Zustände sind katastrophal, unsere Hochschulen sacken in allen Rankings ab und so können wir nicht weiter zuschauen. Wir müssen endlich handeln. Wir wollen diese Reformen anpacken und dazu gehört auch, dass man diese ÖH abwählen muss. Zentrales Projekt. Zentrales Projekt für die nächsten 2 Jahre? Zentrales Projekt ist, dass man diese 3 Punkte in Kombination umsetzt. Faire Zugangsbeschränkungen, nachgelagerte Studiengebühren. Okay, und wir werden vielleicht über alle diskutieren, aber ja, wenn wir nur über eines diskutieren können, was wäre es dann? Ganz konkret faire Zugangsbeschränkungen, weil es eben jetzt im Raum steht. Okay. Gut, und ganz rechts außen finden wir die freiheitlichen Studenten, bei denen mich immer fasziniert, wir hatten es schon das letzte Mal, dass ihre Mutterpartei in Umfragen 20-30% hat, auch bei Wahlen, aber an der Uni sind es immer nur so 2%. Das letzte Mal waren es 2,3 und ein Mandat. Ich gehe davon aus, dass Felix Mayer-Beuerl, der auch schon vor 2 Jahren Spitzenkandidat war, dieses Mandat als schlagender Burschenschafter mit dem Säbel verteidigen wird. Herr Mayer-Beuerl, Ihre 60 Seconds of Fame. Vielen Dank, Herr Wolf. Ja, liebe Kollegen, mein Name ist Felix Mayer-Beuerl. Ich kandidiere für den Ring Freiheitlicher Studenten. Unser inhaltliches Hauptziel für die Wahl ist es, danach sicherzustellen, dass die Studienbeihilfen und die Stipendien endlich erhöht werden und dann auch fortlaufend der Inflation angepasst werden. Die ÖH hat ein großes Problem. Man hat es heute wieder gesehen bei der Einladungspolitik. Bis vor 22 Stunden waren die kleinen Fraktionen nicht eingeladen. Erst auf Druck von uns, auf Druck vom RFS, haben sich die, erst auf unseren Druck haben sich die abgehobenen ÖH-Funktionäre derart in Widersprüche verstrickt, dass ihnen gar nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als auch uns einzuladen.
Es zeigt sich immer mehr, dass wir die einzige Fraktion sind, die auch wirklich mit allen Fraktionen in den Diskurs treten will, um die Studienbedingungen zu verbessern. Dass es von der anderen Seite weniger demokratisch zugeht, ist klar. Und deshalb ist unser Ziel für die Wahl, wir zeigen der ÖH die rote Karte, wir geben den Linksextremen einen Platzverweis und wir schaffen das gesellschaftspolitische Mandat der ÖH ab. Gut. Vielleicht können Sie mir jetzt, noch ganz kurz einen Widerspruch erklären, der mich seit gestern beschäftigt oder seit heute früh beschäftigt. Geht's? Der mich seit heute früh beschäftigt. Wie kann man einerseits so wahnsinnig machtvoll sein, dass man als Ein-Mann-Fraktion die gesamte ÖH in die Knie zwingt und irgendwie sagen, die Einladungspolitik ändert und andererseits so ein Opfer? Also, Herr Wolf, Ihr Interview die ist einfach peinlich. Sie haben ja im Vorraum hinten gedroht, jetzt führen Sie das fort. Ich bin schwer enttäuscht von Ihnen. Ich kann Ihnen. Das trifft mich jetzt sehr. Mich auch. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, was Sache ist. Es ist wie auf Bundespolitik. Es gibt eine Ausgrenzungspolitik gegen uns Freiheitlichen, weil wir einfach die richtigen Themen haben. Und so ist die Sachlage. Okay, gut. Ich möchte mit einem Thema beginnen, das eigentlich alle hier am meisten interessieren sollte, zumindest die am Podium, nämlich warum interessiert die ÖH keinen? Oder jedenfalls sehr wenige. Bei der letzten Wahl gab es wirklich jede Anstrengung, die man nur machen konnte, von einer erstmaligen Fernsehdiskussion, die wirklich etliche 10.000 Leute gesehen haben, Briefwahländerungen, wahnsinnig viele Aktionen. Es gab auf ganz vielen Medienseiten Specials von FM4 angefangen bis zu allen möglichen Tageszeitungen. Und die Wahlbeteiligung ist nicht gestiegen, sondern die Wahlbeteiligung ist noch weiter gefallen auf wirklich elende 25,9%. Das ist der zweitschlechteste Wert in der Geschichte der ÖH gewesen. Absoluter Tiefpunkt war die Donau-Uni Krems. Wahlbeteiligung 0,5%. Da waren offenbar nicht einmal alle wählen, die kandidiert haben. Jetzt, Frau Gasteiger. Die Gras ist die größte Fraktion in der Exekutive und jetzt wirklich schon ziemlich lang in der Exekutive. Warum kriegen Sie es nicht hin, die Studierenden für ihre Vertretung zu organisieren? Da läuft ja irgendwas fundamental falsch. Naja, schauen wir uns mal an, was macht die ÖH? Die ÖH unterstützt Studentinnen in allen Lebenssituationen. Sie berät unglaublich viel, bietet sehr viel Service und sie macht aber, und das ist glaube ich noch das Zentralere, sie macht sehr viel Gremienarbeit. Und diese Gremienarbeit läuft im Hintergrund. Das sind Verhandlungen mit dem Ministerium, das sind ganz wichtige Entscheidungen, die getroffen werden. Und da ist das, also das spielt sich einfach im Hintergrund ab. Es hat beispielsweise kaum wer mitbekommen, dass die ÖH sich jetzt erfolgreich an dem Verhandlungstisch reklamiert hat, wenn es um die Studienbeihilfen geht. Wir sind derzeit in Verhandlungen, also die ÖH-Bundesvertretung ist gerade in Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien, auch was das Öffi-Ticket angeht. Also das sind schon ganz wichtige Sachen, die kommen in der Öffentlichkeit im Moment nicht so an. Gut, aber würde man das nicht für selbstverständlich halten? Also wozu gibt es die ÖH, wenn sie nicht über die Studienbeihilfen mitredet? Das haben wir, also deshalb haben wir uns ja da an den Tisch reklamiert. Aber ist das jetzt ein unmittelbares Verdienst? Also ist das nicht eh klar? Nein, das ist die Aufgabe der ÖH und das macht sie ja auch. Und das ist aber etwas, das kommt in den Medien einfach nicht in dem Ausmaß vor. Und damit haben wir ein Problem und daran müssen wir arbeiten, nach wie vor. Was aber schon Tatsache ist, ist, dass wir im Moment die Situation haben, dass ganz viele Studentinnen einfach von Kurs zu Kurs hetzen, nachher noch schnell auf die Arbeit müssen. Das heißt, die Möglichkeit, sich umzuschauen, was macht die ÖH konkret an meiner Hochschule, ist denkbar gering. Und ich glaube, da müssen wir an beiden Stellen ansetzen. Einerseits muss es, glaube ich, ein Anliegen von uns allen hier am Podium sein, dass wir die ÖH sichtbarer machen. Und andererseits müssen wir auch an der sozialen Situation der Studentinnen ansetzen. 60% arbeiten neben dem Studium. Gut, das war die Exekutive. Frau Gohmann, Sie sind quasi die größte Oppositionspartei. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Es ist sehr bedauerlich
Und ich denke, das liegt daran, dass die Studierenden sich momentan von der Bundesebene nicht wirklich hundertprozentig vertreten fühlen. Die Studierenden brauchen, dass sie wirklich Tag für Tag merken, dass die ÖH irgendwas für sie bewegt. Und das muss halt auch bei der Hochschule ankommen. Ja, und wie du es schon ansprichst, es ist wichtig, dass wir daran arbeiten, dass ÖH bekannter wird. Wir zum Beispiel fahren durch ganz Österreich schon die ganzen letzten Wochen, sprechen mit den Studierenden, sprechen über ihre Probleme und über ihr Studium und schauen, dass wir sie auf einer persönlichen Ebene für die ÖH zu interessieren beginnen. Außerdem. Jetzt ist aber die AG an relativ vielen Unis die Mehrheitsfraktion und stellt dort auch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. Da ist die Wahlbeteiligung auch nicht dramatisch höher. Naja, wenn man zum Beispiel hier oben hernimmt, da sind wir im Vorsitz, hat sie 50%. Nehmen Sie jetzt aber die untypischste Uni von allen. Innsbruck hat auch 30. Ja, das ist auch noch nicht so hoch, wie wir es uns wünschen. Ganz klar, wir arbeiten immer noch dran, aber wir versuchen halt vor allem an den Orten, wo wir in der Exekutive sind, gute Arbeit zu leisten und die Studierenden so auch zur Wahl zu bewegen. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Und zwar haben wir beim letzten Mal eine Änderung des Hochschülerinnenschaftsgesetzes mitgemacht. Das heißt, ganz viele Vertretungen an Fachhochschulen dürfen das erste Mal wählen. Das heißt, da haben wir einfach auch noch keine Erfahrung mit diesen ganzen Wahlvorgängen. Das dauert ein bisschen, bis sich das einpendelt, auch an Fachhochschulen beispielsweise. Da ist die Wahlbeteiligung sehr gering. Jetzt, mir haben Studierende Folgendes geschrieben zu diesem Thema. Ich höre von der ÖH nur, wenn ich zahlen soll. Ich brauch nichts von der ÖH. Die kindische Parteipolitik geht mir auf die Nerven. Keine Transparenz. Was machen die überhaupt? Und zu wenig Information über die Wahlen, vor allem auf den Fachhochschulen. Frau Zeichmeister, Sie waren in der Exekutive, also Ihre Fraktion. Wie kann man es verbessern? Also ich verstehe das Argument mit der Parteipolitik natürlich, das frustriert sehr viele und deswegen ist es wichtig, dass es eine parteiunabhängige Alternative gibt, das ist die FLÖ. Zu dem Thema Fachhochschulen, ja das stimmt, jetzt gibt es Gott sei Dank den vorgezogenen Wahltag, den viele auch in Anspruch nehmen, das ist bei allen der Freitag, der 12. Mai. Auch die Briefwahl hätte zur Wahlbeteiligungssteigerung auch letztes Mal beitragen sollen. Wir machen alles, was uns möglich ist und ich glaube auch, dass die lokalen Standorte, wo wir als FLÖ-Unigruppen vor allem sehr stark vertreten sind, gute Arbeit leisten und ich höre dann oft von den Studierenden, ja, das läuft eh, warum soll ich wählen gehen, ich will ja nichts verändern und ich glaube, da müssen wir den Studierenden auch wirklich klar sagen, damit es so bleibt, wie es ist, an den Standorten, wo es gut funktioniert, müssen alle wählen gehen, dort, wo es nicht funktioniert, müssen alle wählen gehen, um die Exekutive dort abzuwählen und ich glaube, das allen zu sagen und zu zeigen, ist sehr, sehr wichtig. Hat irgendjemand eine konkrete Idee oder einen konkreten Plan, wie man die Wahlbeteiligung verbessern kann in den nächsten 2 Jahren? Oder ist es eh egal? Es ist auf keinen Fall egal, ja? Wie viel Wahlbeteiligung es gibt. Denn die ÖH-Bundesvertretung und auch alle lokalen Vertretungen sitzen auf verschiedensten Verhandlungstischen, sei es mit verschiedensten Ministerien oder mit den lokalen Organen vor Ort, auf den Universitäten, Fachhochschulen und so weiter. Wenn wir hier einen stärkeren Rückhalt von den Studierenden haben und dann bringt sich dieser Rückhalt auch in diese Verhandlungen ein und das, was die ÖH macht und tut, hat auch auf einiges viel mehr Schlagkraft. Mir ist es persönlich auch totales Anliegen, dass wir in den nächsten 2 Jahren noch auf der ÖH-Bundesvertretung mehr sichtbar machen, was die ÖH denn eigentlich macht und das nicht nur im Rahmen einer Wahlkampagne zu machen, die zwar auch natürlich sehr sinnvoll ist und natürlich muss man die machen, aber es geht auch darum, dass man 2 Jahre lang durchgehend informiert, aufklärt, was macht die ÖH, was bringt die ÖH jedem einzelnen Studenten und jeder einzelnen Studentin für einen Vorteil und warum ist es deswegen auch unglaublich wichtig, wählen zu gehen. Herr Merber. Ja, Herr Wolf, ich habe da einen ganz klaren Vorschlag. Wir schaffen die ÖH-Zwangsmitgliedschaft ab, gründen eine privatrechtliche Interessensvertretung auf Vereinsbasis, so wie die industriellen Vereinigung oder eine ÖGB, die sehr erfolgreich sind. Und dann machen nur mehr die in der ÖH mit, die auch wirklich Interesse haben, Studentenpolitik umzusetzen. Dann erhöhen wir die Wahlbeteiligung, werden wir dann auf rund 80%, schätze ich, schaffen können. Und da wird jeder, der da mitmachen will, sich auch aktiv einbringen. Und wir haben keine Wahlbeteiligung mehr auf 25% und eine quasi nicht gewählte Interessensvertretung. Okay. Wie unbestritten ist denn die Pflichtmitgliedschaft? Ist denn die wichtig? Es gab mal eine Urabstimmung vor 20 Jahren, die AG möchte wieder eine. Ich würde sagen, braucht man die Pflichtabstimmung? Kann ich noch kurz was zur Wahlbeteiligung sagen? Ich meine, wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre, dann hätte man da wahrscheinlich schon was getan. Also ich meine, die Leute hier am Podium sind ja nicht blöd. Aber Drum habe ich 9 ja, genau. Brillante Köpfe aber, jetzt befragt. Aber ich glaube, die Angebote, die man hier macht, die laufen alle ins Leere. Weil ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft ein Gefühl der Unmacht.
Und das trifft auch auf die Studierenden zu, denen man sagt, bitte wählt uns, bitte wählt uns. Und die Situation von ihnen wird doch immer schlechter. Also es gibt fast keine Studierenden mehr an der Uni, die ohne einen Nebenjob studieren können. Das gibt es nicht mehr. Oder man muss ein ganzes Semester warten, weil man bei dieser Lotterie einen Platz nicht bekommen hat. Und das ist unglaublich schwierig, gerade für Leute, die aus ärmeren Haushalten kommen, die aus einer Klasse kommen, die jetzt nicht aus dem Bürgertum ist. Und deshalb sagen wir natürlich, man soll uns wählen, wir können diese Situation vielleicht ein bisschen aufhalten, aber es kommt vor allem darauf an, dass sich Leute organisieren und aktiv werden, auch außerhalb der OEH und dagegen kämpfen. Und ist die Pflichtmitgliedschaft unbestritten? Braucht man die? Darf ich auch noch was zu dem sagen? Sie dürfen was sagen. Danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sie zusammengesetzt miteinander als NOMEM und haben sie darüber Gedanken gemacht, das können wir machen. Es war vor 20 Jahren schon so, es ist jetzt so. Wir sind drauf zur Schlussfolgerung gekommen. Wenn man zum Beispiel Blut spenden geht, kriegt man dann noch einen Schokolade, kriegt man eine Cola und was zum Trinken. Wir als NOMEM sind wirklich der Meinung, dass wir an Studenten danach etwas zum Trinken geben sollten, in Form eines Biers, eines Spritzers. Wird jeder zahlt seinen ÖH-Beitrag im Jahr und da muss wirklich alle zwei Jahre vielleicht einmal drin sein, dass man da ein Bier auf die ÖH trinkt. Und aber nach der Wahl? Nach der Wahl, vor der Wahl sollte man nicht eingenommen sein, weil es soll schon eine rechtmäßige ÖH-Wahl sein. Okay. Und ein weiteres Thema ist noch für uns, wollen wir darüber Gedanken machen. Wir von der NOMEM haben zum Beispiel ein neues Wahlvideo gedreht. Bitte schaut es euch an, macht euch eine Meinung drüber. Ich glaube, es regt auch an, dass man wählen geht, wenn man unser Video sieht. Weil man sieht einfach, wie wichtig das Wählen ist. Und danach kriegt jeder von uns ein Freibier. Danke. Also, sagen Sie, dass ich es verstehe, irgendwas sagen, werden Sie eigentlich von einer Bierfirma gesponsert oder ist das völlig selbstlos? Nein. Also, okay. Wir haben keinen offiziellen Sponsor. Wir haben jetzt mal vor kurzem mal wo angesucht. Mal schauen, was rauskommt. Okay. Aber okay, wird eher keine Mineralwasserfirma werden. Gut. Ich würde ganz kurz noch gerne was dazu sagen, weil wir noch nicht zu Wort gekommen sind und einen ernsthaften Beitrag auch noch leisten möchte. Wenn ich den Exekutivfraktionen zuhöre, dann werde ich wirklich ein bisschen grantig, weil das ist reinste Augenauswischerei. Also was ihr mehr oder weniger sagt, ist, die Studenten sind selber schuld, dass sie nicht zur ÖH-Wahl gehen und wir haben damit nichts zu tun. Und das ärgert mich insofern, weil ja auf der Hand liegt, warum viele Studentinnen und Studenten nicht zur Wahl gehen. Das hat damit zu tun, dass die ÖH das Geld teilweise beim Fenster rausschmeißt und für Projekte ausgibt, wo man sich wirklich nur in den Kopf greifen kann. Die ÖH der Uni Salzburg zum Beispiel hat Demobusse finanziert nach Wien zum Anti-WKR-Ball-Demo. Ihr veranstaltet Demonstrationen gegen einen Bundespräsidentschaftskandidaten. Das sind alles Projekte, mit denen die ÖH nicht in engster Verbindung stehen sollte und deswegen gehen viele nicht wählen. Und mein Appell an euch ist, an vor allem die, weil ihr werdet wahrscheinlich alle wählen gehen, die zuschauen, auch wenn ihr einen Grant habt auf die ÖH, diese Exekutive kann man abwählen, geht's wählen, man kann auch Mehrheiten verändern. Das sind okay. So. Ich hätte eine kleine Bitte, Applaus ist total okay, aber wenn wir den Applaus kurz halten, können wir ein bisschen ausführlicher diskutieren. Vielleicht geht es, also vielleicht kurz und kräftig, aber kurz. Sie wollten replizieren. Ich wollte kurz auf einige Sachen eigentlich eingehen, die du gesagt hast, Jan. Nächst zum einen diese Projekte, die du genannt hast. Ich finde es eklatant wichtig, dass die ÖH auf allen Ebenen den Rechtsextremismus etwas entgegensetzt. Und zwar in der Gesellschaft, an den Hochschulen, überall. Das ist ihre Aufgabe. Sie hat ein gesetzlich festgeschriebenes allgemeinpolitisches Mandat. Und es ist wichtig, das auch wahrzunehmen, gerade in Zeiten wie diesen. Genau. So, Herr Haselwanter war schon lange nicht mehr dran. Tatsächlich ist jetzt viel drüber geredet worden, wie man denn die Wahlbeteiligung erhöhen könnte, was das Problem ist. Aber das Einfachste wäre doch einfach, sich einmal zu überlegen, wieso macht man denn ständig Politik für die Studierenden anstatt Politik mit den Studierenden? Vielleicht würden dann auch wieder mehr Leute wählen gehen, wenn sie das Gefühl haben, die ÖH macht nicht irgendwas für mich, wo sie behaupten, das ist das Beste für mich, sondern sie machen es mit mir. Sie erkämpfen es mit mir, sie überlegen sich gemeinsam, wo liegen unsere Interessen, wofür müssen wir uns stark machen. Das klingt jetzt unmittelbar total gut, aber was heißt das konkret? Also ich kann mir da jetzt nichts darunter vorstellen. Das heißt konkret, dass man stärker beispielsweise mit den STV und FSTV kommunizieren muss, wenn es Probleme gibt bezüglich Hochschulreformen, wenn Verschlechterungen kommen. Dass man daran arbeiten muss, die Ebenen einzubinden in die ÖH-Arbeit,
die drunter stehen, über den politischen Fraktionen, diejenigen, die ständig im direkten Kontakt mit den Studierenden sind und nicht einfach in diesem Parlament zu sitzen und sich zu denken, oh, jetzt beschließen wir was und dann ist eh gut. Aber das passiert doch ganz oft. Die ÖH-Bundesvertretung bezieht ganz oft auch die lokalen Studienvertretungen mit ein, auch die lokalen Hochschulvertretungen werden ganz oft eingeladen. Und gerade wo die FLÖ in der Exekutive ist, ist es uns ganz besonders wichtig, dass alle Studierenden mitbestimmen können, sei es bei Projekten, die sie einreichen können, sei es sonst in allen möglichen Ebenen. Wir versuchen da transparent zu sein und alle mitarbeiten zu lassen. Und ich finde es auch sehr spannend, wenn hier einige meinen, dass sie wissen, was die Leute wollen oder nicht wollen, die nicht wählen gehen, weil ich glaube, das wissen wir alle nicht. Und deswegen ist es auch ein großes Anliegen von uns allen, dass die Wahlbeteiligung höher wird, weil nur so haben wir eine starke Stimme und können eine starke, unabhängige Vertretung sein. So, jetzt mache ich noch einen letzten Versuch zum Thema Pflichtmitgliedschaft. Wir machen es mal kurz. Wer am Podium ist für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft? Einfach mit Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sie sind für die Abschaffung. Bei der AG bin ich jetzt insofern überrascht. Sie wollen nämlich eine Abstimmung machen über die Pflichtmitgliedschaft. Die gab es schon. Die ist mit 80% für die Pflichtmitgliedschaft ausgegangen. Ganz genau, also schon 1991 hat die AG das damals durchgeführt und momentan sind wir halt wieder in so einer Zeit, wo viele Stimmen laut werden, die sagen, wir brauchen keine Pflichtmitgliedschaft, wir wollen das abschaffen und wir finden einfach, dass das die ÖH noch weiter schwächt. Und jetzt wollen wir, dass die Studierenden ein klares Zeichen setzen können, denn immerhin sind sie alle Mitglieder der ÖH und wir sollen sie vertreten. Damals 1991, wie Sie gerade gesagt haben, haben sich fast alle Studierenden für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft ausgesprochen und diesen Antrag haben wir auch eingebracht bei der letzten BV-Sitzung, wurde leider von den jetzigen Exekutivfraktionen abgelehnt. Gut. Sie würden zu einem Ja zur Mitgliedschaft aufrufen bei dieser Urabstimmung? Wir glauben, dass die Studierenden sich dafür aussprechen würden, akzeptieren auch ein anderes Ergebnis. Wir selber sagen, ja, die ÖH kann, wenn sie gute Arbeit macht, bei denen sie wirklich die Studierenden wieder in den Mittelpunkt holt, sehr viel für die Studierenden bewegen. Okay, würde ich ganz kurz noch einhaken gerne. Grundsätzlich kann man gerne immer darüber reden, auch Urabstimmungen und Studierende mehr einbinden und so. Aber wenn es wirklich ernst meinst, dann bringt es nicht in der Sitzung vor der Wahl als populistischen Wahlgag, sondern beschäftigt euch halt mehr mit dem Thema. Gut, aber gibt's Fraktionen, die sich so eine Urabstimmung in den nächsten 2 Jahren vorstellen könnten, die für sinnvoll hielten? Wer wäre dafür? Dürfte ich auch noch kurz sagen, okay, so wie wir das jetzt eingebracht haben, das hat rein den Grund, dass man es gemeinsam mit der ÖH-Wahl viel günstiger machen könnte. Und wenn wir in die Exekutive kommen, dann werden wir uns dafür einsetzen, dass es in 2 Jahren so eine Urabstimmung gibt, wieder gleichzeitig mit der ÖH-Wahl, weil es ist einfach ein Zettel mehr. Dafür braucht man nicht so einen großen Aufwand betreiben. Ich würde mal kurz replizieren. Ich finde es wirklich verantwortungslos zu sagen, ich bin eigentlich für die Beibehaltung, aber lassen wir doch mal alle irgendwie drüber entscheiden und dann schauen wir mal und dann sehen wir schon. Das ist ein unglaublich hohes Risiko. Ich glaube, du machst damit einen Topf auf, der alle Interessensvertretungen in irgendeiner Weise gefährden könnte. Noch dazu, ich glaube, vielleicht wissen das viele hier nicht, in Österreich haben wir die stärkste Studierendenvertretung, die am besten verankerte Studierendenvertretung in ganz Europa. Bitte setzen wir das nicht so leichtfertig aufs Spiel. Das ist eine wichtige Errungenschaft und ich will unbedingt, dass die beibehalten wird. Alles andere halte ich wirklich für verantwortungslos. Warum kandidieren wir hier für die ÖH, wenn wir sie doch eh abschaffen wollen? Kurze Replik von Ihnen. Marita, ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis vor. Wir wollen die ÖH nicht abschaffen, sondern wir wollen die Pflichtmitgliedschaft abschaffen. Und das ist ein Riesenunterschied. Warum? Wir sagen, die ÖH ist deswegen so weit von den Studentinnen und Studenten entfernt, weil eben die ÖH automatisch zu ihrem Geld kommt, weil jeder automatisch Mitglied in der ÖH ist. Wir haben ein klares Modell auf den Tisch gelegt. Wir sagen, jeder Student, jede Studentin ist im ersten Semester automatisch Mitglied in der ÖH. Und nach einem Semester hat man die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bleibe in dieser Interessensvertretung oder nein, ich gehe aus dieser Interessensvertretung raus, weil sie eben nicht meine Interessen vertritt. Und ich glaube, diese freiwillige Mitgliedschaft ist ganz wichtig, damit wir wieder die Beteiligung erhöhen bei den ÖH-Wahlen und damit sich die Studentinnen und Studenten wieder viel mehr für die ÖH interessieren. Nur, dass ich das verstehe. Eine ÖH ist doch nicht sichtbarer, wenn die Interessensvertretung weniger Geld hat. Das macht sie doch nicht sichtbarer, das bewirkt ja genau das Gegenteil. Aber nur, dass ich das verstehe, wenn Sie das machen würden und die ÖH wäre freiwillig, würden dann die Dinge, die die ÖH erstreitet für die Studenten, vielleicht ein ÖFI-Ticket, wäre das dann nur für die Mitglieder oder würden das dann alle Studierenden kriegen? Klar,
Klar ist, dass die ÖH ja in vielen Punkten sehr aktiv ist und vieles macht, was ja gut ist. Und diese Leistungen muss sie dann in den Vordergrund stellen und die können natürlich nur die beziehen, die Mitglied in der ÖH sind. Also wenn man Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wenn man Beratungen zu bestimmten Prüfungen in Anspruch nehmen möchte, wenn man die Versicherung haben möchte, dann muss man Mitglied in der ÖH sein und genau das muss die ÖH wieder in den Vordergrund stellen. Wir sagen ja nicht, dass alles, was die ÖH macht, schlecht ist, aber sie muss wieder lernen, das, was sie gut macht, das, was sie kann, in den Vordergrund zu stellen, damit die Studenten auch wieder mehr Interesse an ihr haben. Also die ÖH mit einem Verständnis von sich selbst, dass sie für alle Studierenden da ist, ist einfach so wichtig und ich möchte niemals in der Situation sein, dass man in irgendeinem, sei es Sozialreferat, auf irgendeiner Hochschule steht und dann nachschauen muss, ob die Person, die herkommt und beraten werden möchte, irgendeinen Mitgliedsausweis zur ÖH hat oder nicht. Das ist nicht die ÖH, die ich haben möchte. Jetzt ist ja seit jeher ein gravierender Streitpunkt bei allen ÖH-Wahlen, an die ich mich erinnern kann, und das war tief im letzten Jahrhundert, das allgemeinpolitische Mandat. Und nämlich die Frage, soll sich die ÖH um mehr kümmern, als nur um die Unipolitik und das Service für die Studierenden. Und da hat der RFS eine sehr rigorose Meinung. Sie würden das sogar gesetzlich verbieten, habe ich gelesen. Herr Wolf, da muss ich Sie korrigieren. Wir sind nur für die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats. Wir wollen, dass die ÖH sich rein auf Studenteninteressen fokussiert. Sag dich doch. Und die Gesellschaftspolitik beiseite lässt. Ja, habe ich doch gesagt. Also, und warum ist das so ein Problem? Weil die ÖH, man sieht ja, was die ÖH mit dem Geld macht, das sie aus den Zwangsbeiträgen lukriert. Sie organisiert Demonstrationen, Demobusse, unterstützt verurteilte Gewaltverbrecher und lädt linksextreme Gruppen aus dem Ausland ein, um dann auf Kongressen zu sprechen. Und das wollen wir sicher nicht. Gut, jetzt haben die beiden Herren relativ weit links außen von Ihnen gesehen. Wie gesagt, allgemein politisches Mandat ist überhaupt das Wichtigste. Wie erklären Sie das irgendwie zu einem Studenten oder einer Studentin, die prima mal irgendwie einen Studienabschluss machen möchte, irgendwie die ein ordentliches Serviceangebot haben möchte, ordentliche Skripten, irgendwie zu sagen, warum soll die, weiß nicht, wenn sie in Innsbruck studiert oder in Klagenfurt eine Anti-WKR-Demo mitfinanzieren? Also Studenten oder Studierende sind ja erstens mal nicht nur Studierende, sondern auch Leute, die in dieser Gesellschaft leben. Und deshalb denken wir, dass die ÖH natürlich auch zur Entwicklung in dieser Gesellschaft irgendwas sagt. Und natürlich, wenn man sagt, die ÖH soll sich nur für Studierendeninteresse einsetzen, muss man auch sagen, haben denn alle Leute, die studieren, die gleichen Voraussetzungen? Nein, haben sie nicht. Da gibt es Leute, die kommen aus einem Elternhaus, das jetzt nicht so betucht ist. Und da finden wir schon, dass wir auch als linke ÖH da schon irgendwas dazu sagen können. Und wenn jetzt die Junos oder der RFS kommt und sagt, na, das kappen wir ab, finden wir diese ziemlich antisoziale Politik auch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das allgemeinpolitische Mandat erhalten. Okay. Nächstes Thema, viel diskutiert in den letzten Jahren und auch, bitte? Ich würde tatsächlich auch ganz gern kurz was dazu sagen. Oder so, haben Sie einen ganz anderen Standpunkt? Na, weil es gibt viele Themen und Sie kommen noch dran. Zwei Sätze. Passt. Grundsätzlich muss man halt auch festhalten, dass Universitäten nicht im luftleeren Raum existieren, sondern in einer Gesellschaft, die auf die Universitäten einwirkt. Und hinzu kommt, wenn der RFS sagt, er will das allgemeinpolitische Mandat abschaffen und dann ein Familienreferat einrichten, ich meine, ist Familienpolitik keine allgemein gesellschaftliche Politik? Ich meine, gut, waren zwei Sätze. Recht lange Sätze, aber zwei Sätze. Okay. So, ganz kurze Replik. Wir sind ein Familienreferat, das sich um Studierende mit Kindern kümmert. Da geht es Jungväter, Jungmütter, die von der ÖH nicht unterstützt werden. Die ÖH hat ein Referat für Homosexuelle und Lesben. Aber wir wollen auch eins für Familien. Gut. So, nächstes Thema. Nächstes Thema, viel diskutiert, nicht nur in den letzten Jahren, sondern in der Praxis von ganz vielen Studierenden erlebt und mühsam erlebt, Zugangsbeschränkungen. Wer hier am Podium ist denn gegen jede Form von Zugangsbeschränkungen, auch gegen alle existierenden, die es jetzt gibt? Also wer ist für den total offenen Hochschulzugang ohne jede Beschränkung, also außer Matura oder Studienberechtigungsprüfung? Das sind 1, 2, 3. Sie haben sich noch nicht entschieden. Okay, nehmen wir jemanden, der sich irgendwas entschieden hat. Frau Lutz, wie tätert man das Zahlen?
Grundsätzlich, wir sind ja alle für eine Erhöhung des Universitätsbudgets. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Beim Thema Zugangsbeschränkungen gibt es verschiedene Gesichtspunkte. Erstens muss ganz viel bei der Orientierung von Studierenden getan werden, dass Studierende eine informierte Entscheidung treffen können, welches Studium für sie das Richtige ist. Dann werden auch solche Dinge wie die sogenannten Massenstudien, wie wir sie jetzt haben, die Probleme nicht so groß sein. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, in der uns die digitalen Möglichkeiten so viel bringen, dass wir auch hier, zum Beispiel wie heute, der Hörsaal ist unglaublich voll und trotzdem können sich alle, die zu Hause sich diese Veranstaltung auch nochmal anschauen möchten, das auch tun. Also warum nicht auch für Vorlesungen? Und was als Drittes vielleicht noch dazu zu sagen ist, dass beim Thema Zugangsbeschränkungen, was auch wirklich schade ist, hier einfach eine Verknappungsdiskussion geführt wird unter dem Deckmantel von einer Qualitätsinitiative. Und dafür sind wir nicht zu haben und das muss man halt auch so gerade mal raussagen. Nur kurze Nachfrage. Nur kurze Nachfrage, weil Sie das jetzt schon zweimal gesagt haben, mit dem Vorlesungen streamen, wäre das zum Beispiel etwas, um das sich die ÖH kümmern sollte oder das die ÖH organisieren sollte? Die ÖH ist sicher auch gefragt, hier mit einer gewissen Vorbildwirkung und so weiter reinzugehen und auch hier stark das zu fordern. Aber grundsätzlich, wenn man das wirklich großflächig machen möchte, dann ist es doch auch die Aufgabe der Hochschulen selbst, sich darum zu kümmern, denn natürlich bringt sie auch den Hochschulen was und das ist nicht alleinige Aufgabe der ÖH. Okay. Ist wer für Zugangsbeschränkungen in allen Fächern? Wir sagen nicht in allen Fächern, sondern dass es jede Hochschule selber entscheiden kann. Also wir wollen einen rechtlichen Rahmen schaffen für alle Hochschulen in Österreich, dass jede individuell sagen kann, brauche ich Zugangsbeschränkungen, wie gestalte ich sie und wie führe ich sie ein. Und wir glauben, dass es deswegen wichtig ist, nicht weil Zugangsbeschränkungen ein Selbstzweck sind, um Gottes Willen. Mir wäre auch ein freier Hochschulzugang ohne jede Beschränkung lieber, aber das halten wir für eine Utopie und die Realität schaut leider anders aus. Ich zum Beispiel habe JUS angefangen mit 2000 anderen Studentinnen und Studenten, aber nur 600 davon schließen dieses Studium ab. Das heißt, du hast so verdammt hohe Dropout-Raten. Du hast im ersten Semester Knockout-Prüfungen teilweise, wo 75% der Studentinnen und Studenten durchfliegen. Und das können doch keine Zustände sein, die wir uns wünschen. Ich kann doch auch nicht, wenn ich einen Kinosaal betreibe, kann ich und der 100 Plätze fasst, kann ich auch nicht 1000 Leute reinlassen und warten, bis 900 freiwillig nach 2 Stunden oder nach 1 Stunde ihren Platz räumen. Das ist unfair und asozial und deswegen wollen wir faire Zugangsbeschränkungen vor Beginn des Studiums, um Klarheit zu schaffen. Ich würde gerne wissen, was ist denn ein faires Verfahren? Also in welchem Studium gibt es ein faires Verfahren und wo gibt es Verfahren, wo Sie sagen, okay, das geht aber nicht? Weil Sie davor auch Medizinaufnahmetests angesprochen haben. Das ist zum Beispiel etwas, was wir ablehnen, weil diese Art der Zugangsbeschränkung nicht fair gestaltet ist. Faire Verfahren schauen bei uns so aus, dass, wie gesagt, jede Hochschule sie individuell gestaltet. Stellen wir uns so vor, dass eine Kommission die Zugangsbeschränkungen, die Aufnahmeverfahren designt, wo mindestens 50% Studentinnen und Studenten vertreten sind. Und wir auch an mehrere Faktoren anknüpfen wollen. Das heißt, nicht nur ein selektiver Test und wenn man Pech hat an dem Tag, dann ist es blöd gelaufen, sondern wir wollen an verschiedene Kriterien anknüpfen, wie ein Motivationsschreiben, ein Bewerbungsgespräch, auch ein kleinerer Test. Aber eben nicht ein Tag, an dem über Zukunft entschieden wird, sondern mehrere Kriterien. Und so schauen faire Zugangsbeschränkungen aus in unserem Modell. Also es gibt keine fairen Zugangsbeschränkungen, das muss man ganz klar sagen. Auch der Medizinaufnahmetest nicht und auch Motivationsschreiben nicht. Und auch wenn ich jetzt als Studierendenvertreterin entscheiden muss, darf dieser Mensch dieses Studium beginnen oder nicht, also das möchte ich ganz ehrlich nicht machen, weil es hat einfach eine große Auswirkung auf die Zukunft. Wir sagen als FLÖ, wir sind prinzipiell für den freien Hochschulzugang und wir setzen uns für die schrittweise Abschaffung der bestehenden Zugangsbeschränkungen zum Teil ein, weil es sehr wichtig ist, dass alle das studieren können, was sie möchten. Dazu gehört aber zum einen die Ausfinanzierung der Hochschulen und mehr Beratung, bevor man ein Studium beginnt. Jetzt die GRAS ist irgendwas entgegen Zugangsbeschränkungen, das ist klar, aber was ich da immer sehr faszinierend finde, auf den Fachhochschulen oder auf den Musikhochschulen ist das überhaupt kein Problem. Ist seit Jahrzehnten so. Niemand bestreitet das, niemand will auf den Musikhochschulen die Zugangsbeschränkungen und die Aufnahmeprüfungen abschaffen. Warum sind die in anderen Fächern so ein Problem? Also bei Fachhochschulen muss man sich erstmal anschauen, warum sind die sozial durchlässiger? Das liegt einerseits daran, dass wir an Fachhochschulen berufsbegleitende Studien haben. Das heißt, Menschen, die nebenher arbeiten müssen, die sind da natürlich klar im Vorteil, was an den Universitäten einfach nicht möglich ist. Zweitens ist die regionale Aufteilung von Fachhochschulen ganz eine andere. Die sind sehr oft. Ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen, Frau Gasteiger, das war überhaupt nicht meine Frage. Also Sie eine sehr interessante Antwort, aber auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Die Frage war, warum sind Aufnahmeprüfungen und Zugangsbeschränkungen bei Fachhochschulen und an der Musikhochschule kein Problem? Sind aber sehr wohl ein Problem. Die würden Sie abschaffen, auch an der Musikhochschule. Also es soll jeder ans Konservatorium. Genau, also okay. Er soll, nein. Ja.
Das Ding ist, jeder soll die Möglichkeit haben, dort zu studieren, ganz klar. Okay. Das Problem auch bei künstlerischen Fächern haben wir, dass beispielsweise jemand, der sein Leben lang Musikunterricht hatte, der hat natürlich zum Zeitpunkt, wo er dann an die Hochschule kommt, ein ganz anderes Potenzial und dann ganz andere Fähigkeiten als jemand, der vielleicht wirklich auch das Talent hat, da was zu entwickeln. Und der ist aber einfach, der hat einfach nicht, keine Ahnung, in der Kindheit, seine Eltern konnten sich halt einfach beispielsweise keinen Musikunterricht leisten. Also unsere Gesellschaft ist nicht gerecht und deshalb sind Zugangsbeschränkungen auch nicht gerecht. Aber ist das nicht völlig irreal, dass jemand am Konservatorium anfängt, Klavier zu lernen und Noten zu lernen? Warum nicht? Nein, ich frage nur. Ja. Also, aber ist das real angesichts dessen, wie Unis ausgestattet sind? Na, die grundsätzliche Möglichkeit, die wir bieten wollen, ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich zu orientieren. Vielleicht kommt dann diese Person, die am Konservatorium dann vielleicht Noten lernen müsste, auf die Idee, boah, Musik, vielleicht, also ich schaue mir das jetzt mal an und vielleicht komme ich nach einem Semester einfach drauf, dass es doch nicht so meins ist. Also die Idee dahinter ist, also wir fordern ja ein Studium Generale, das heißt eine grundsätzliche Orientierungsphase. Wenn ich an die Hochschule komme, kann ich mir in allen Fachbereichen verschiedene Lehrveranstaltungen anschauen, im Ausmaß von 30 ECTS und dann entscheide ich mich konkret für ein Studium. Das ist die Idee dahinter. Okay, ich gehe davon aus, dass NOMEM kein Problem mit Aufnahmetests hat, solange es Freibier dazu gibt oder danach oder so. Haben Sie eine Position dazu oder ist wurscht? Ja, wir haben zwei Positionen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Sie sind wir dafür sind da ein bisschen gespalten. Okay. Die erste Position ist, wo fangen wir an? Es Am beginnt Anfang. Damit, dass man, wenn man zum Beispiel aus einer HTL kommt, wenn man aus einem Gymnasium kommt und so weiter, es ist so, man hat keine Ahnung, was man noch macht. Es gibt 100 Standl und man weiß nicht, wo gehe ich hin, was mache ich und so weiter. Und die ganzen Leute stehen da und denken sich, ja, na, traue ich mich überhaupt mit denen reden. Die Hemmungen, um diese zu lösen, hilft natürlich ein Bier. Okay, das hatte ich, um Zeit zu sparen, eigentlich schon zusammengefasst. Gibt es irgendeinen Aspekt zur Zugangsbeschränkungen jenseits von Bier? Okay, danke. Die AG möchte faire Zugangsbeschränkungen. Was sind faire Zugangsbeschränkungen? Dazu komme ich gleich, wenn ich vorher noch einen Satz sagen dürfte. Nein, bitte nicht. Oh, okay. faire Zugangsbeschränkungen, das heißt für uns ein Stufensystem. Das heißt für uns, dass es Zugangsbeschränkungen auch nur dort braucht, wo es unbedingt nötig ist. Wo ist es unbedingt nötig? Dort, wo das Betreuungsverhältnis nicht stimmt. Wir reden mal da von einem Betreuungsverhältnis, das stellen wir uns vor, von ca. 1 zu 40. Das wäre gut, ich glaube, da kann man gescheit studieren. Momentan haben wir Betreuungsverhältnisse von 1 zu 70 und noch Schlimmeres. Und dort, wo das der Fall ist, dort soll es natürlich zuerst Österreich in flächendeckend in Österreich eine gescheite Maturantenberatung geben, damit die Studierenden schon mal wissen, in welche Richtung gehen sie denn überhaupt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel JUS hernimmt, was ich ja auch studiere, dann haben wir sehr viele Leute inskribiert, die das eigentlich gar nicht studieren wollen, aber die halt gerade mal nicht wissen und deshalb einfach mal dort inskribieren. Dann, dort, wo die Studien überfüllt sind, soll es mit dieser Online-Voranmeldung, die man bei der Inskription immer braucht, ein Self-Assessment-Center geben. Da befasse ich mich noch mal damit, worum geht es bei diesem Studium? Kann dieses Studium überhaupt meine Erwartungen erfüllen? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe? Da kann man aber auch nicht gewinnen oder verlieren, sondern das ist rein zur Selbstreflexion und auch eine kleine Hürde, weil das mache ich ja nur, wenn ich das wirklich studieren will. Und wenn das alles nicht reicht, dann braucht es einen Fernzugangstest. Okay. Okay, frag kurz die beiden KSVs, Sie sind gegen Zugangsbeschränkungen. Ja natürlich, ja. Aus einer persönlichen Erfahrung bin ich gegen Zugangsbeschränkungen. Ich komme aus einer bildungsfernen Schicht und es wäre für mich wahrscheinlich nicht möglich gewesen zu studieren, wenn es am Anfang des Studiums schon harte Dropout-Prüfungen gibt und Zugangsbeschränkungen. Man muss auch Leuten zugestehen, die vielleicht aus bildungsfernen Schichten kommen, dass sie im Studium wachsen. Und das wird damit verhindert und deshalb sind wir dagegen. Okay. Ich glaube, ein bisschen mehr Einigkeit gibt es bei der Frage nach Studiengebühren. Ich frage mal, wer ist für die Abschaffung aller Studiengebühren? Handzeichen? Okay, da wird nur überlegt, wie soll man das Freibier finanzieren? Aber ich würde sagen, okay. Meinen Sie auch die Studienbeiträge, die es aktuell gibt, ja, mit den Ausnahmen? Ja, die aktuellen Studienbeiträge. Wer ist für die Abschaffung von Studienbeiträgen? Sie nicht. Also, okay, wer ist für die Einführung von weiteren Studienbeiträgen? Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Erklären Sie das Modell mal.
Ja, also ganz so ist natürlich nicht, aber ich nehme mal an, die Frage zielt darauf ab. Wir wollen nicht zusätzliche Studiengebühren einführen, sondern ein komplett neues System, und zwar der nachgelagerten Studiengebühren. Ja, aber wo alle Studiengebühren zahlen dann? Genau, ja. Ja, das sind dann schon zusätzliche, ja, genau. Weil momentan zahlen eigentlich die meisten nicht. Ja, ich erkläre gleich, wie unser Modell funktioniert. Und zwar fordern wir das ja nicht irgendwie so aus Jux und Dollerei, sondern weil wir halt glauben, dass es auf komplexe Probleme auch komplexe Antworten braucht. Und die glauben wir, dass wir mit unserem Modell auch geben können. Also das haben wir schon oft gehört, dass unsere Hochschulen chronisch unterfinanziert sind, dass wir auch mehr Geld vom Staat brauchen. Ich glaube, das sehen wir alle gleich. Aber wir sagen halt zusätzlich, dass wir ein Modell der nachgelagerten Studiengebühren wollen. Das heißt, dass jeder Student, jede Studentin nach dem Studium, wenn er oder sie im Berufsleben steht, einen Beitrag leistet. Nach unserem Modell ist es einkommensabhängig. Das heißt, man zahlt einkommensabhängig seine Gebühren zurück. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich nach unserem Modell 1200 Euro netto verdiene pro Monat, dann zahle ich pro Monat 8 Euro zurück. Das ist weniger, als wir für unseren Netflix-Account zahlen. Und das muss ich doch bereit sein, für eine bessere Bildung zu investieren. Und für den Einzelnen also ein kleiner Beitrag. Im gesamten System erwarten wir uns richtig viel, was wir da rausholen können. Wir erwarten uns 300 Millionen Euro mindestens pro Jahr. Das ist alle zwei Jahre ein neuer WU-Campus. Also für den Einzelnen wenig Geld, aber viel Geld für die Hochschulen, die das Geld auch dringend benötigen. Okay. Herr Meyerbeil. Herr Meyerbeil, die Position des RFS ist mir da ein bisschen unklar, weil Sie haben nicht aufgezeigt, aber Sie haben 2015 gesagt, wir sind gegen Eignungsprüfungen, die Studentenströme soll man besser über Studiengebühren steuern. Studiengebühren ja oder nein? Herr Wolf, wir sind für die Beibehaltung des aktuellen Systems. Das steuert ja nichts. Na schon, weil sobald man zum Bummeln anfängt, muss man zahlen, und da wird man sich sehr schnell überlegen, ob man nicht schleunigst fertig studiert oder halt lieber ins System einzahlt. Okay, das reicht. Herr Wolf, ich möchte nur da was anfügen. Ich glaube, der Kollege Schetti ist so verliebt in seine Studiengebühren, weil er als Berufspolitiker, als Clubobmann der NEOS in der Josefstadt schon 1.300 Euro brutto verdient und daher etwas von dem Geld, was er vom Steuerzahler bekommt, auch wieder an uns zurückgeben will. Und darum, glaube ich, liebt er die Studiengebühren. Gut, ein Satz Replik. Ja. Also Felix, ich habe das auch bei der letzten Diskussion schon gesagt, ich weiß nicht, warum man auf einer Sachebene persönlich angriffig werden muss, aber ich kann es gern kurz erklären. Ich finde gerade die Unterstellung, dass ich mich nicht hineinversetzen kann in jemanden, der das Studiengebühren zahlen muss, nehme ich wirklich sehr persönlich. Meine Mutter war jahrelang Alleinerzieherin, ich weiß ganz genau, wie schwer das sein kann, und deswegen weiß ich auch, wie schwer das ist, wenn man mit wenig Geld auskommen muss. Ja, ich bin Bezirksrat im 8. Bezirk, ist kein Geheimnis, ich habe da auch politische Erfahrungen gesammelt, ich sehe da auch keinen Interessenskonflikt mit der ÖH, und ich glaube, das bräuchte die ÖH auch wieder mehr, dass man mehr ernsthaft reinbringt und das Ganze ein bisschen professioneller wird. So. Gut. Jetzt würde ich gerne von der Frau Lutz wissen, die ja kategorisch gegen Studienbeiträge ist. Warum sind Sie eigentlich so kategorisch gegen so ein Modell, dass man im Nachhinein abhängig von seinem Einkommen zurückzahlt? Das klingt ja sozial durchaus gerecht. Grundsätzlich muss man zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Studiengebühren zahlen kann. Das eine ist, dass die Studiengebühren einen substanziellen Beitrag zum Universitätsbudget hinzuleisten. Da müssen diese Studiengebühren aber sehr hoch sein, wie man im Vergleich zu den USA, aber auch Großbritannien, Australien und so weiter sieht. Da zahlen zum Beispiel in Australien Frauen über 50 Jahre ihre Studiengebühren zurück, auch nachgelagert. Das Modell schlägt ja niemand vor. Genau, das ist die eine Option. Die andere Option, die auch jetzt die Junos vorschlagen, da werden Beiträge eingehoben, die einfach auch nicht ausreichen, um substanziell wirklich im Universitätsbudget etwas zu verändern. Das heißt, den einzigen Effekt, den sie haben, ist, dass Studierende sich eventuell vom Studium abschrecken lassen aufgrund der Beiträge. Wäre das nicht eine gute Idee vielleicht? Nein, also, absolut nicht. Also wenn man sich von 8 Euro abschrecken lässt, dass man dann vielleicht gleich gar nicht studiert? Es geht ja nicht um die 8 Euro, sondern, es geht ja nicht um die 8 Euro, sondern das ist ja der geringste Betrag, den man zurückzahlen kann. Und es geht einfach auch um die Sache, dass ich, wenn ich studiere und wenn der Staat hier in die nächste Generation investiert, ja immer was davon hat. Und okay. Im Endeffekt sind da Beiträge von Einzelnen, wie man auch gesehen hat, wie die Studiengebühren in Höhe von 363 Euro eingeführt wurden, das ja circa in dem Preisspektrum auch ist, sind die Studierendenzahlen ordentlich eingeknickt, und das kann mir niemand erzählen, dass das nur wegen mangelndem Interesse oder was weiß ich was war, sondern da liegt es einfach eindeutig am Geldbeutel der Eltern hier in dem Fall. Und das aber Hannes, genau. Mit nachgelagerten Studiengebühren wird man nicht während dem Studium belastet, sondern dann, wenn man im Berufsleben steht, gut verdient. Während dem Studium wollen wir auch, dass die Sozial- und Leistungsstipendien massiv ausgebaut werden, dass es da mehr Unterstützung gibt. Aber wir müssen doch nur über die Grenzen schauen. Die Elite-Unis, die Top-Unis sind in allen anderen europäischen Ländern vorhanden, nur Österreich, Sachsen,
kackt in allen Rankings ab. Wenn wir weiter so machen, dann werden wir im internationalen Wettbewerb total verlieren. Ich glaube, wir müssen uns mal anschauen, worum es hier wirklich geht. Und es geht immer nur, auch bei vielen Fraktionen, um eine Finanzierungsfrage. In allen anderen bildungspolitischen Bereichen geht es darum, wie können wir Inhalte verändern, wie können wir die Bildung besser machen. Im Hochschulbereich geht es ausschließlich um die Finanzierung. Und hier muss man als aktive Studierendenvertretung sagen, dass, was wollen wir machen, damit die Studienbedingungen für alle besser werden, unabhängig davon, ob sie jetzt zur Kasse bitten oder nicht. Okay, Herr Slomata? Es ist ja schön und gut, dass die Junos da ein schönes Modell präsentieren, das ganz gut klingt, was Studiengebühren angeht. Aber ein Modell ist schön, aber man muss sich anschauen, was sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir erleben momentan einen ziemlichen Rollback, was soziale Cuts angeht, was generell rückschrittliche Politik angeht. Und dann will man nachgelagerte Studiengebühren einführen. Jetzt klingen die 8 Euro ganz harmlos, aber wie wird das realpolitisch dann tatsächlich umgesetzt? Das ist die eigentliche Frage. Und unter den momentanen Voraussetzungen wird es so umgesetzt werden, dass Studiengebühren nämlich dann tatsächlich wieder ein Abschreckungsding sind, die zur sozialen Selektion dienen erstens. Und zweitens ist mir gerade entfallen. Passt. Gut, gibt es noch ein Argument zum Thema Studiengebühren, das wir noch nicht gehört haben? Ja, ganz sicher. Ja. Okay, ja? Studiengebühren erstens belasten, egal wie sie gestaltet sind, und ganz konkret zum Modell, der Freibetrag, den die Junos vorschlagen, ist 1.100 Euro. Vielleicht wissen es manche, die Armutsgefährdungsschwelle in Österreich ist bei 1.163 Euro. Also Armutsgefährdungsschwelle über dem Freibetrag finde ich problematisch. Es müssen in dem Modell Leute, die neben dem Studium arbeiten und deshalb länger studieren, sogar länger nachzahlen, weil wenn ich länger studiere, mehr Gebühren anfallen, also muss ich noch mehr zahlen. Also das finde ich halt einfach unglaublich ungerecht, das ist nicht zielführend und am unverantwortlichsten finde ich, dass ihr Menschen verkauft, dass die Studienbedingungen besser werden, wenn man Menschen von Bildung ausschließt. Also auch in der Kombination mit den Zugangsbeschränkungen, wirklich. Gut, da. Sie haben schon sehr ausführlich geredet. War da jetzt eine faktische Bemerkung, die faktisch falsch war? Ja, zum Modell, weil die Sachen, die du angesprochen hast, einfach so nicht stimmen. Die muss ich berichtigen. Punkt 1. Bei 1.100 Euro zahlt man in unserem Modell keinen Cent an Studiengebühren. Okay. Sondern erst der Betrag, der drüber liegt, dient als Bemessungsgrundlage, wovon man 8% zahlt. Bei 1.200 Euro liegen 100 Euro drüber. 8% davon sind 8 Euro pro Monat. Punkt 2. Wenn man nach 30 Jahren seine Gebühren nicht zurückgezahlt hat, verfällt das Darlehen. Man muss den Rest auch nicht zurückzahlen. Wenn man sein ganzes Leben lang nicht über 1.100 Euro kommt, muss man auch keine Gebühren zahlen und das ist unsere staatliche Auswärtshaftung. Okay. Aber ich muss trotzdem mehr zahlen, wenn ich länger studiere. Ja. Gut, Frau Grohmann, Sie wollten noch was? Ich wollte nur noch ganz kurz hinzufügen, Österreich ist ein Höchststeuerland und das wird zum größten Teil auch damit begründet, dass Bildung weitestgehend kostenfrei ist und dass es weitestgehend keine Studiengebühren gibt. Und solange das so ist, brauchen wir nicht noch mehr Studiengebühren einführen, weil ich möchte nicht sehen, dass dann irgendwann jemand nicht mehr studieren gehen kann, weil er sich es einfach nicht leisten kann. Gut. So, wir kommen jetzt zu einer ganz speziellen Fragerunde. Das wussten alle Neuen vorher. Jede Fraktion darf jetzt einer bestimmten anderen Fraktion eine ganz konkrete Frage stellen. Und damit das jetzt nicht irgendwie einfach spontan entsteht, habe mir das vor ein paar Stunden schon mitgeteilt. Und diese andere Fraktion muss diese Frage auch beantworten, bitte. Ja, also es wird nicht eine Frage gestellt und man sagt bäh und redet über was anderes, sondern man beantwortet die Frage bitte auch. Wir machen das jetzt einfach mal der Reihe hier durch. Der Herr Meyerbeul beginnt. Ich habe eine Frage an die Aktionsgemeinschaft. Die steht da neben Ihnen. Richtig, danke schön. Aber ich schaue auch gerne das Publikum an, Herr Wolf. Ja, das wird die Frage schwer beantworten. Angenommen, können. Es gibt eine Mandatsverschiebung bei der Wahl und es würde sich ausgehen, dass der RFS eine Minderheitenkoalition aus AG und Junos unterstützt. Würdet Sie das machen? Wir haben aus Kärnten schon eindeutige Signale bekommen von der AG dort, dass sie mit uns gerne arbeiten würde. Wie siehst du das? Scheitert aber schon an uns. Ja, finde ich schön, wenn du den Kontakt mit meinen Kollegen in Kärnten suchst. Das sind ganz, ganz liebe Leute. Aber ich glaube, ich weiß ein bisschen besser, was die wollen. Und was wir immer sagen ist, wir schließen jetzt mal am Anfang niemanden aus. Wir reden gern mit jedem und wir reden auch mit euch. Wir müssen halt dann schon schauen, ob wir da wirklich irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Und von euren Positionen muss man halt ehrlich sagen, dass sich das einfach nicht ausgehen wird. Wenn du aber kommst und so ziemlich alles über Bord wirfst, was du so an Forderungen hast, dann rede ich gern mit dir.
Gut. Gut, wir lernen daraus, nicht nur die SPÖ arbeitet an einem Kriterienkatalog, auch die AG. Gut, die Junos haben eine Frage an wen? Meine Frage geht an dich, Johanna, von der FLÖ. Die FLÖ sagt ja immer, und stellt es auch immer in den Vordergrund, ihr seid parteiunabhängig und das glaube ich euch auch, was die Personen betrifft. Ich kann jedem empfehlen, neuwahl.com, ist ein Portal, wo man Positionen der Parteien vergleichen kann. Schaut sich das an und da sieht man auch, welche Parteien am nächsten beieinander liegen. Und da hat mich eines überrascht, die FLÖ liegt am nächsten, ich weiß nicht, ob du es weißt, bei den Kommunisten. Jetzt ist meine Frage an dich, steht bei euch unabhängig drauf und drin sind Kommunisten? Sie hat auch einen roten Bläser an. Gut, aber eine blaue Hose. Und schwarze Socken. Und schwarze Socken. Was das jetzt bedeutet? Nein, natürlich, wir sind parteiunabhängig durch und durch. Wir finanzieren uns auch selbst. Unser Wahlkampfbudget beträgt derzeit ca. 500 Euro, rein aus privaten Spenden. Wir wollen nämlich die Interessen der Studierenden vertreten und nicht die Interessen von irgendwelchen Parteien oder von irgendwelchen Sponsoren, Sponsorinnen. Aber heißt dieses Zusammentreffen, sagen die FLÖ, das sind unabhängige Kommunisten? Also ich würde uns nicht als kommunistisch bezeichnen. Okay, gut. Die AG fragt wen? Ich würde meine erste Frage gerne an die Marita stellen. Und zwar, dein Kollege in Graz, der Philipp Kogler, der ist Spitzenkandidat an der KfU Graz, an der PH Graz, an der Kunst-Uni Graz und auch Zweiter auf eurer Liste an der TU Graz. Ja, ist das wirklich eine ernstzunehmende Kandidatur auf all diesen Hochschulen oder sind euch jetzt mit den jungen Grünen irgendwie die Leute ausgegangen dort? Nein, uns sind in Graz nicht die Leute ausgegangen. Es ist eine sehr motivierte Gruppe, die dort vor Ort ist. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manche Leute sind da neu dazugekommen, sich auf die Liste zu schreiben. Was den Philipp Kogler angeht, der ist im Lehramt inskribiert. Wie du wahrscheinlich weißt, ist man im ganzen Verbund damit inskribiert. Es ist völlig normal, sich da aus Solidarität auf Listen zu schreiben. So. Gut, aber Graz ist eine dieser beiden Unis, wo diese bösen anderen grünen Studenten studieren, kandidieren. Ja? Also deswegen entsteht das Problem. Wir kandidieren dort. Ja, okay. Frage der FLÖ an wen? An die AG. Was bedeutet für euch Unabhängigkeit, wenn ihr so viele geldwerte Gefälligkeiten seitens der ÖVP bekommt? Ich möchte ein Zitat vom Töchterle aus dem Standardgespräch bringen. Die Frage war, die Finanzierung kommt trotzdem von der ÖVP für die AG und der Töchterle hat gesagt, ja, zum Teil wohl doch. Johanna, wir sind mal inhaltlich komplett unabhängig und das macht Unabhängigkeit für mich aus. Wie du sagst, ja, wir kriegen mal unsere Plakatstände von der ÖVP, das sagen wir aber auch selber. Was er jetzt da genau anspielt, Geldsummen bekommen wir nicht. Du, ich würde die Plakatstände auch von jeder anderen Partei nehmen, wenn sie mir anbieten. Für mich ist wichtig, dass wir unsere eigene Linie inhaltlich machen und dazu stehen wir und davon also, lassen wir uns nicht abbringen. Ihr bekommt Finanzierung von der ÖVP und wollt uns verkaufen, ihr seid unabhängig. Also Plakatständer ausborgen, wenn du das so nennen möchtest, aber das ist das, was wir machen. Und 7.000 Euro ungefähr, also Plakatständer ausborgen. Ja, wie gesagt, ich würde sie mir auch von den Junos ausborgen, wenn du es mir organisieren kannst. Also. Ja. Gut, der VSSDÖ fragt wen? Ebenfalls die Aktionsgemeinschaft. und zwar geht es mir um ein Thema, das wir heute leider noch gar nicht besprochen haben, und zwar um die Studierendenbeihilfe, die ja nicht mehr an die Inflation angepasst wurde, seitdem Nokia das erste Handy mit Antenne rausgebracht hat und die in Schilling ausbezahlt wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr lange her. Als dann der Minister Mitterlehner gesagt hat, die Studienbeihilfe wird um 25 Millionen erhöht, kam eine halberte Jubelaussendung der Aktionsgemeinschaft. Wenn ich jetzt morgen einen Termin ausmache beim Wissenschaftsminister Mitterlehner, wo wir noch einmal zusammen die Inflationsanpassung fordern, die nicht 25, sondern wahrscheinlich über 100 Millionen Euro kosten wird, kommt sie mit und präsentiert diese Forderung dem Mitterlehner. Vielleicht hört er ja da doch nochmal zu. Wir sind mal ganz klar für die Inflationsanpassung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns in diesem Wahlkampf. Und ja, wenn du uns den Termin organisieren kannst, sind wir gerne an deiner Seite und kämpfen gemeinsam für eine Inflationsanpassung. Weil was momentan passiert, ist einfach falsch. Wird gemacht. Gut. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Aktionsgemeinschaft den VSSDÖ bittet, beim ÖVP-Wissenschaftsminister einen Termin zu organisieren. Möglicherweise
Möglicherweise wird die Verbindung zur ÖVP doch überschätzt. Wen fragt die Gas? Ich frage den Lukas vom KSV. Und zwar ist meine Frage, ihr habt im Neuwahlbarometer sehr klar gesagt, so, Exekutive, wollt ihr nicht recht, ist nicht so euer Ding. Ich frage mich, wie schaut eure Vision von den nächsten 2 Jahren ÖH-Arbeit aus? Grundsätzlich ist es uns immer relativ gut gelungen, aus der Oppositionsrolle heraus Anträge zu stellen. Teilweise Anträge, die angenommen worden sind, sprich in Politik für die Interessen der Studierenden auch aus der Opposition zu machen. Und grundsätzlich spricht ja nichts gegen eine Koalition, aber es ist nicht unser primäres Anliegen, in der Koalition zu kommen, weil wir dort unter Umständen Kompromisse schließen würden, die uns politisch mehr schaden würden, als sie uns nutzen würden. Danke. Okay. Herr Lanter, Sie sind auch gleich dran. Wen fragen Sie? Meine Frage geht an die Hanna vom Forst. Und zwar, die SPÖ ist seit Gusenbauer durchgängig in der Regierung, tritt gemeinsam mit der ÖVP die Interessen der Studierenden mit Füßen, spart auf den Unis massiv ein. Wieso sollte man nur den Forst wählen, wenn man vom Forst nichts mitkriegt, außer ein bisschen Gremienarbeit mit einer Partei, die auch von eh nicht hört? Ich glaube grundsätzlich, wie unsere Position zu all diesen Dingen sind, muss ich nicht nochmal erklären. Ich bin hier, um die Studierenden zu vertreten und um die Interessen der Studierenden in den Vordergrund zu stellen. Dass es hier immer Konflikte mit Regierungsparteien geben wird, ist ganz klar und davor müssen wir uns auch nicht fürchten. Aber genau deswegen ist es wichtig, Vertretungen zu haben, die eben hinter den Studierenden stehen und die Stimmen der Studierenden in den Vordergrund bringen. Und genau das werden wir auch die nächsten 2 Jahre weiterhin konsequent machen. Und ich glaube, an mangelnder Konsequenz kann es bei uns hier wirklich nicht liegen. Okay. Also. Doch, die Frage war, warum soll man den VSSDÖ wählen? Kleiner Tipp aus langjähriger Praxis, die Frage, warum man sie wählen soll, ist eine Einladung zu einer Wahlrede. Würde ich tendenziell eher nicht stellen. Also würde man einmal bezahlen für die Frage. Gut, Herr Fischer. Ich werde meine Frage an die FLÖ stellen. Es geht um das unabhängige Tutoriumsprojekt. Das werden jetzt wenige hier kennen, da geht es um 200.000 Euro. Und wie uns zu Ohren gekommen ist, hat die unabhängige Fachschaftsliste in Geheimverhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium dafür plädiert, dass man das jetzt abschafft. Und jetzt ist natürlich unsere Frage, warum verhaltet ihr euch da so beschissen? Und, und wie könnte noch sein, dass ihr unerwähnt seid? Gut, warum verhandeln Sie so beschissen, Frau Zeichmeister? Nein, verhalten wir das oder nicht verhandeln? Ja, ja. Als unabhängige Fachschaftsliste ist es uns ein Anliegen, dass das unabhängige Tutoriumsprojekt weiterhin besteht. Wir wollten es nie abschaffen. Es ist einfach so, dass es evaluiert wurde und seit 15 Jahren gibt es den gleichen Vertrag und der muss einfach neu ausverhandelt werden. Das war eine Entscheidung der gesamten Exekutive, wo zusammengearbeitet wurde. Dafür gibt es jetzt auch eine außerordentliche Sitzung der ÖH-Bundesvertretung nächste Woche, wo das beschlossen werden soll. Und es ist uns natürlich ein Anliegen, dass es weiter bestehen bleibt. Weil was ist das Tutoriumsprojekt? Da werden Tutorinnen und Tutoren ausgebildet. Das Ministerium finanziert da einen großen Teil. Und diese Tutorinnen und Tutoren sollen dann Erstsemestrige vor allem beraten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Okay. Niemand hat No Mem was gefragt. Das müssen Sie nicht persönlich nehmen, weil alle wissen, dass die Antwort eh immer Freibier wäre. Aber wen fragen Sie? Ich frage die jungen Grünen, bitte. Sie meinen, also. die waren nicht da. Bitte? Weil die waren nicht da, weil die kandidieren nicht bundesweit. Okay, dann die Gras. Okay. Also meine Frage ist, also vor 2 Jahren hat die Gras in Linz Paper und Filter verteilt auf die JKU. Und meine Frage ist wirklich an Sie, wie bringen wir die Leute vom Rauchen weg zum Bier? Copyright geht sich nicht aus hier. Also das wäre gegen unsere Interessen, hier jetzt das zu verraten. Wir stehen zu unseren Filtertipps, wir bleiben dabei. Ich glaube, Rauchen ist weniger schädlich als Alkohol. Also, gewisse Zahlen beweisen was anderes. Okay, wir könnten jetzt die Frau Zechmeister fragen, die studiert Humanmedizin, aber das lassen wir jetzt aus.
So, wir haben noch Folgendes ausgemacht, weil es jetzt nun tatsächlich einen Unterschied macht, ob Fraktionen 6, 7, 12 oder 16 Mandate haben oder nur eines, weil offensichtlich haben die Fraktionen mit mehr Mandaten mehr Wähler. Dann gibt es eine zweite Fragerunde, die tatsächlich jetzt nur für die Fraktionen, die nicht nur ein Mandat haben, gilt. Die dürfen nochmal eine Frage an jemanden stellen und wir beginnen einfach der Größe nach aufsteigend, der Größe der Fraktion nach aufsteigend mit den Junos. Gut, meine Frage richtet sich an dich, an die Aktionsgemeinschaft. Und zwar sagt ihr ja auch hier klar, mehr oder weniger klar, ihr seid gegen Studiengebühren. Wenn man sich eure größten Hochschulen anschaut, zum Beispiel die WU, wo euer AG-WU-Chef in einem Interview ganz klar sagt, die AG ist für Studiengebühren, frage ich mich ein bisschen, gut, wenn ich zufrieden bin mit der Arbeit auf der WU, mit der AG, wähle ich dann dort AG, aber bundesweit Junos? Die AG ist auch auf der WU gegen Studiengebühren. Vor kurzem gab es eine Umfrage. Das kann ich dir vorlesen, das ist nicht richtig. Du, die AG ist unter den jetzigen, also auch auf der WU, unter den jetzigen Bedingungen gegen Studiengebühren. Nein. Wenn sich dort was ändern würde, wenn sich viele Faktoren ändern würden, dann sind die dort, das ist bereit, darüber zu reden. Mal schauen, momentan beispielsweise hat es eine Umfrage gegeben. Dabei haben sich die Studierenden an der WU für Studiengebühren ausgesprochen, beziehungsweise, dass man das zumindest mal prüft. Ich denke, das macht eine gute Exekutive aus, dass man sich die Wünsche der Studierenden anschaut und sie schauen sie sich gerade an und schauen, ob es ein Konzept gibt, das möglich wäre. Unter den jetzigen Bedingungen wollen auch die keine Studiengebühren. Das ist eine nette Floskel, Silvia, aber wer es nicht glaubt, wir können es auch gleich twittern, das Zitat von Lukas Fanninger, AGWU-Vorsitzender, er sagt, er ist für Studiengebühren, ganz klar. Aber man kann sich selber ein Bild machen davon. Unter anderen Bedingungen, da müsstest du aber sehr viel ändern und nur einen Satz herauszunehmen aus einem Interview, das wissen wir, glaube ich, alle, das verzerrt halt schon das Bild. Gut, als nächstes ist die Flö dran mit einer zweiten Frage. Ja, ich habe eine Frage an die Gras, und zwar: Wie steht ihr zum Thema Datenschutz, insbesondere zu den Daten von Studierenden? Weil bei den Aussendungen von euren Mails, das waren jetzt nicht nur eure, aber speziell eure, ist uns aufgefallen, dass da ein sehr modernes Tracking-System verwendet wird, wo alleine durch das Öffnen der Mails sehr, sehr viele Daten von Studierenden abgerufen werden. Was passiert mit diesen Daten? Da gibt es ganz klare rechtliche Richtlinien, was es mit diesen Daten passieren darf und was nicht. An die halten wir uns selbstverständlich. Diesen Zugang zu diesen Systemen haben alle Fraktionen, die ein Mandat auf Bundesebene haben, haben das Recht, E-Mails auszuschicken. Das tun wir auch. Genau. Also es gibt einfach klare rechtliche Richtlinien. Okay. Frage des VSSTÜ an wen? An den Herrn Schettin. Und zwar wäre die Frage, ihr sagt ja, dass ihr quasi einen Blankoscheck an die Universitäten ausfüllen wollt, dass die entscheiden sollen, ob sie Zugangsbeschränkungen brauchen oder nicht. Was die Gefahr aufmacht, noch natürlich flächendeckenden Zugangsbeschränkungen, wenn das alle machen dürfen. Was passiert mit all den Leuten, die keinen Studienplatz bekommen? Wir haben in Österreich eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben, auch weil wir einfach einen offenen Hochschulzugang haben, hier sehr gute Verhältnisse. Habt ihr da irgendwelche Ideen oder ist das jetzt einfach mal eine Forderung ins Blaue und die sollen halt schauen, wo sie bleiben? Würde vielleicht denkst, haben wir Ideen dazu. Schaut so aus, dass wir zurzeit nicht die Situation haben, dass es in allen Studien, dass alle Studien massiv überfüllt sind. Sondern wir haben ganz spezifische Studien, kennt jeder, glaube ich. Ich studiere Just, da ist es ganz massiv, dass viel, viel mehr junge Menschen in das System reingehen, als wir Plätze haben dafür. Und wozu Zugangsbeschränkungen führen würden, ist, dass man bereits vor dem Studium auch eine Orientierung bekommt. Ich habe auf der WU angefangen zum Beispiel, bin nach einem Jahr draufgekommen, das ist nicht das Richtige für mich, habe dann umgesattelt und bin am Juridikum. Also es führt nicht dazu, dass die Leute abgehalten werden zu studieren, sondern dass sie sich bereits vorher orientieren können, ob nicht was anderes besser für sie ist. Okay. Also frei nach dem Zitat von Herrn Mitterlehner, wenn sie nicht studieren können, sollen sie halt Weltraumwissenschaften machen. Ja, das ist doch polemisch. Es gibt ja noch nicht nur Weltraumwissenschaften und JUS, sondern es gibt ja sehr, sehr viele Studien. Es muss nicht jeder JUS studieren. Und wenn man vor dem Studium schon draufkommt, das ist nicht das Richtige für mich, dann ist es doch gescheiter, dass man vor dem Studium eine Orientierung bekommt und nicht nach 4 Semestern. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Okay, Sie sind aber jetzt nicht zum Diskutieren dran, sondern mit einer Frage. ich würde jetzt doch noch mal gerne die Hanna fragen. Christian Kern kommt selber aus dem VSSTÖ. Er ist mittlerweile umgefallen, was den freien Hochschulzugang angeht. Wo ist die Garantie, dass der VSSTÖ da weiterhin starke Partnerin für uns bleibt und er da auch noch umfällt in den nächsten Jahren? Der VSSTÖ, den gibt es seit 1893, wenn ich mich nicht recht entsinne, und seitdem haben wir eine klare Position, und zwar nein zu Zugangstests, nein zu Studiengebühren, eben für den freien und offenen Hochschulzugang. Wenn du wissen willst,
was den Bundeskanzler dazu bewegt hat, seine Meinung zu ändern, dann ist die Anfrage dort wahrscheinlich besser hingerichtet als hier an den VSSDÖ. Wir werden unsere Meinung nicht ändern, das haben wir auch lautstark kundgetan. Und deshalb, ja, wenn es dich so brennend interessiert, dann Anfrage ans BKA. Werde ich machen. Die Frau Lutz macht Ihnen einen Termin aus. Super, großartig. Gut, an wen hat die AG eine Frage? Ich würde meine zweite Frage gerne an die Hanna stellen. Und zwar, du bist ja auch UV-Mandatarin an der Uni Wien. Wir kennen uns eh schon von den Sitzungen. Und wieso unterstützt du weiterhin, dass ÖH-Beiträge verwendet werden, um für radikale, gewaltbereite Gruppierungen, die nichts mit der Hochschule zu tun haben, Presseaussendungen auszusenden? Und das finanziert ihr mit unseren ÖH-Beiträgen? Also zuerst muss man zu diesem ganzen Thema der Presseaussendungen mal sagen, dass sehr viele davon einfach letzten Sommer auch gemacht wurden, wo wir einfach sehr viele Menschen hatten, die nach Österreich gekommen sind und Hilfe gebraucht haben. Und hier hat sich ein sehr breites Netz aufgemacht und sehr viel Unterstützung hat es hier auch gegeben. Und da bin ich auch sehr stolz darauf, sagen zu können, dass hier die Universität Wien und die ÖH-Uni Wien hier auch mitgeholfen hat. Aber gewaltbereite Gruppierungen, kann man das wirklich unterstützen? Es geht darum, dass die ÖH auf der Uni Wien selbst entscheiden kann, für wen sie hier Aussendungen macht und für wen nicht. Sie wurde gewählt und genau. Okay, gut. Wir haben jetzt noch etwa 12 Minuten Zeit und haben Zeit für ein paar Fragen aus dem Publikum. Jetzt hätte ich folgende Bitte. Ich weiß aus den vergangenen Diskussionen, dass hier viele weitere Funktionäre da sind. Jetzt, Sie haben Ihre Spitzenkandidatinnen und Kandidaten da. Es wäre eigentlich ziemlich super, wenn quasi normale Studierende auch die Chance hätten zu fragen. Ich kenne Sie jetzt natürlich nicht alle. Sollten sich Funktionäre melden, werden wir hier am Podium die Neuen helfen, sie zu identifizieren. Und ja, ich würde einfach bitten, wer eine Frage hat, melden Sie sich. Ein Mikrofon muss zu Ihnen kommen, weil wir ja gestreamt werden. So, es gibt hier in der 4., 5. Reihe Mitte eine Frage. Schauen wir, dass das Mikrofon relativ flott hinkommt. Bitte keine Wahlrede halten, bitte eine relativ kurze, präzise Frage, möglichst nicht an alle Neuen, weil sonst kommen wir nicht durch. Ja, also mein Name ist Florian und ich studiere an der Uni Wien und an der WU. Und ich wollte mich zuerst bedanken bei No Man für das gute Bier, das wir zuerst gekriegt haben. An den Spitzenkandidaten, ich glaube, es ist der Niki Lauda wegen dem roten Kapperl. Okay, sind Sie von No Man? Nein, weil es nur Spaß. Gut, was ist die Frage? Meine Frage richtet sich an die Fraktionen, die kategorisch gegen Studiengebühren sind. Und zwar, jetzt viele? Ja, eigentlich so. Ja, bitte an eine, sonst kommen wir nicht durch. Okay, dann Gras. Ich studiere jetzt an der WU. Wie erklärt sie das zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die vielleicht Jungmutter geworden ist, den ganzen Tag arbeiten muss, am Abend einen Studienplatz bekommen hat? Die geht auf die Uni und nebenbei fährt der Sohn vom Generaldirektor im Porsche vorbei, der gerade von der Uni kommt und der zahlt genauso nichts für Studieren. Wäre es in dem Sinne von sozialer Gerechtigkeit und Umverteilung von Arm zu Reich, dass man Studiengebühren für die Leute einführt, die sich es einfach leisten können? Wunderbar. Also grundsätzlich gilt, es gibt keine reichen Studierenden, es gibt nur reiche Eltern. Das erstmal zur Grundlage. Ich glaube, da müssen wir woanders ansetzen, da müssen wir dort ansetzen, dass in Österreich Vermögen kaum besteuert ist. Und dann können wir weiterreden. Gut, ich habe eine kleine Bitte. Wir waren jetzt 80 Minuten echt super unterwegs. Es wäre total toll, wenn wir die letzten 10 Minuten auch noch relativ ruhig durchbringen würden. Dann ist es leichter, hier was zu verstehen. Wo ist die nächste Frage? Und es wäre super, wenn das Mikrofon vielleicht schon weitergehen könnte, während jemand antwortet. Gibt es irgendwo schon ein Mikrofon? Sonst gehen wir da irgendwas da nach links rauf und bitte während der Wortmeldung schon das Mikrofon irgendwohin anders verteilen. Bitte eine konkrete Frage. Ja, eine konkrete Frage an eine konkrete Fraktion, bitte. Meine Frage geht ebenfalls an die Gras. Und zwar interessant finde ich, ihr seid gegen Zugangsbeschränkungen. Aber wie genau stellt sich ihr das vor? Ich sitze drüben auf der Zahnklinik, bin eben auch Zahnmedizinstudent. Wir sind so schon viel zu viel Leute, haben keinen einzigen Platz, wir haben keine Diplomarbeitsbetreuer. Wie wollt ihr das durchführen? Okay, danke. Gehen wir das Mikrofon dabei gleich weiter daneben an. Ja, klar. Das Ding ist, dass hier auf dem Rücken der Studierenden gespart wird und da haben wir das Problem. Wir brauchen eine Ausfinanzierung des Hochschulsektors und wir werden nicht zulassen, dass das auf dem Rücken der Studierenden passiert. Wir müssen schauen, dass Menschen die Möglichkeit haben, an die Hochschulen zu kommen, sich dort zu orientieren und weiter zu studieren. Dass die Studienbedingungen verbessert werden müssen, unbedingt. Aber das werden wir nicht schaffen, indem wir Zugangsbeschränkungen einführen. Wir wissen das ja auch aus Erfahrung. Psychologie an der Uni Wien, Publizistik an der Uni Wien,
Wien sind gute Beispiele. Da haben wir gesehen, dass die Studienbedingungen einfach nicht besser geworden sind, nachdem die Studien beschränkt wurden. Und da sage ich schon klar, Zugangsbeschränkungen, das wissen wir nämlich, sind sozial selektiv und das kann es nicht sein. Okay, wo ist das Mikrofon? Allgemein an die Exekutive, aber sagen wir es einfach mal an die VSSTÖ. Und zwar, was ist mit dem Studierendenticket passiert? Letztes Jahr im Mai hat es eine Unterschriftensammlung gegeben, die auch ans Parlament gegangen ist. Die hat, glaube ich, genau die AG und die Gras auf der Facebook-Seite geteilt. Von so keiner anderen Partei hat man irgendwas dazu gehört. Diese Unterschriftenliste hat 25.000 Unterschriften bekommen. Ich glaube, es gibt ungefähr 300.000 Studierende in Österreich. Was ist passiert? Warum habt ihr es nicht dafür mitgemacht? Okay. Selbstverständlich haben wir auch dafür aufgerufen, dass diese Petition unterschrieben wird, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und es ist auch ein Thema, das wir weiterziehen werden, denn de facto hat es noch keine Lösung gefunden und deswegen müssen wir hier auch weiter daran arbeiten und ein Nein von den verschiedenen Verkehrsbünden, die nicht miteinander reden wollen, darf man hier nicht akzeptieren und muss dranbleiben. Also das ist schon klar, dass das schon klar ist, wir sind da in Verhandlungen und wir sind da dran, aber das ist mühsam, das ist anstrengend und so weiter, aber es passiert was und wir bleiben dran. Gut, wo ist das Mikrofon? Gut, und vielleicht kann man da schauen, dass das Mikrofon da auch rübergeht, dass nicht nur die Seite dran kommt. Ja, Clemens. Meine Frage geht an Herrn Schetti und die Junos. Geht um die Zielvorstellung in der Gesellschaft, in der wir leben wollen. Also, und die Frage geht unter der Annahme, dass wir, wenn man. Kann man bitte eine Frage ohne Annahme machen? Eine Frage einfach. Dass bitte wir keine weniger Rede. Studierende haben und die vielleicht mehr motiviert sind, aber es sind weniger. Das heißt, wollen wir eher eine Gesellschaft, wo es mehr Elite-Uni gibt und sehr gute Leute quasi, oder wollen wir eine Gesellschaft, wo es sehr eine breite gebildete Masse geht? Also, welche Richtung wollt ihr quasi? Okay. Für uns geht es vor allem darum, dass jene, die studieren möchten, und ich glaube, das sind viele, dass sie die besten Bedingungen vorfinden. Und das ist, glaube ich, ein recht einfacher Wunsch, nur in der Realität schaut es leider nicht so aus, dass es umgesetzt wird. Und man muss ja nur in die Hörsäle reinschauen. Es sind überall zu wenig Plätze. Man wartet ewig lang auf Plätze in Pflichtlehrveranstaltungen. Und wenn man die anderen Länder anschaut in Europa, also wenn man nach Deutschland schaut, Niederlanden, Schweiz, in der Schweiz hast du ein Betreuungsverhältnis auf der ETH Zürich von 1:30. Das heißt, ein Professor mit 30 Studentinnen und Studenten. Auf der Publizistik in Wien hast du ein Betreuungsverhältnis ist von 1:300. Und genau das muss das Ziel sein, weil das eine Frage war, dass man denen, die studieren wollen, die besten Bedingungen bietet. Und das wollen, treten wir eben ein für faire Zugangsbeschränkungen und auch nachgelagerte Studiengebühren. Okay. Gut, wo ist das Mikrofon? Wo ist das Mikrofon? Da, okay, bitte. Gut, ich habe eine Frage bzw. zwei Fragen an die Gras. Und zwar einerseits, wieso stellt ihr euch eigentlich gegen Service? Und zum anderen, du kommst aus Italien, soweit ich weiß. Und wieso willst du jetzt Politik für österreichische Studierende machen? Und dann möchte ich nur ganz kurz klarstellen, dass die No-Mam-Liste Maskulinisten sind. Und ich freue mich sehr, dass es wenigstens eine Fraktion auf diesem Podium gibt, die sich für Feminismus ausgesprochen hat. Okay, also zum Ersten, Service de Gras steht nicht gegen Service de Gras. Für die Gras ist Service das Pflichtprogramm und das müssen wir absolvieren als ÖH, das ist absolute Pflicht, das ist die Basis. Die Gras sieht nur Studierendenvertretung als gesamtgesellschaftlichen Auftrag und da setzen wir auch an. Wir haben auch in den letzten Jahren den Service auf der ÖH-Bundesvertretung immer wieder ausgebaut und so weiter. Das steht einander auch nicht entgegen. Uns geht es darum, dass das Studierendendasein einfach nicht an der Tür zum Audimax aufhört, sondern danach immer noch relevant ist. Und da setzen wir an. Gut, dann war noch die Frage, warum Sie als Italienerin, Sie sind Südtirolerin, glaube ich, in Österreich Unipolitik machen wollen. Also die ÖH ist hier nicht eine Vertretung österreichischer Studentinnen, sondern aller Studentinnen in Österreich. Die ÖH-Bundesvertretung hat da was geschafft, was die Bundespolitik eigentlich bis heute nicht schafft, nämlich Menschen, die hier leben, eine Partizipationsmöglichkeit zu bieten. Und die will ich einfach nutzen und die will ich machen. Ich studiere hier seit 7 Jahren und werde das auch weiterhin tun. Das heißt, hier geht es mir einfach darum, in der ÖH was zu bewegen, was weiterzubringen in der Hochschulpolitik. Ich musste zwischendurch arbeiten, zwischen Bachelor und Master, also dass er hören Sie erklärt zu, vielleicht die Studie. Hören Sie zu raunen auf bei 7 Jahren, ich habe 20 Jahre studiert. Kann auch lesen und schreiben. Gut, wo ist das Mikrofon? Wir kriegen noch 2 Fragen unter. Ja? Danke.
Ich heiße Thomas Moser, ich studiere an der Uni Wien und ich würde mich zwar nicht als Funktionär bezeichnen, aber ich bin trotzdem auf Studien- und Fakultätsvertretungsebene in der Beratung tätig, sozusagen eingangs. Meine Frage geht an den Felix Meyerbeul vom RFS. Ich bin nicht bei der Gras, ich habe nur Gras auf der Hose. Okay, gut, bei welcher Fraktion sind Sie, nur dass wir uns auskennen? Ich bin unfraktioniert. Okay, gut. Frage an den RFS, bitte kurz. Gerade im Rahmen der Lehramtsberatung haben wir relativ viel Kontakt zu den Studierenden vor Ort und ich wollte den Felix Meyerbeul fragen, ob der effektivste Weg, vermeintlichen Extremismus an der Uni zu bekämpfen, der ist, auf Kader aus den Reihen der neofaschistischen Identitären auf mehreren Studienvertretungsebenen bei Kandidaturen zu setzen und Menschen einzuladen auf Diskussionen, die quasi ihr ganzes Leben im organisierten Neonazismus verbracht haben, wie jetzt im Wintersemester auf der Fakultät für Mathematik im Rahmen der Veranstaltung Kampf um Kurdistan. Ja, also die Fragen des Kollegen grenzen an Verleumdung. Ich konnte nur zu sagen, ich verstehe die Aufregung um die Identitäre Bewegung nicht. Das ist eine Aktionsgruppe, so wie Greenpeace oder auch Peter oder was auch immer. Wenn die eine Aktion machen, regt sich auch keiner auf. Und wenn die Identitären was machen, schreit die ganze Zivilgesellschaft. Okay, gut. So, wir schaffen jetzt noch 2 Minuten zivilisiert, oder? Eine letzte Frage gibt es noch. Da? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte eine Frage an die jetzige ÖH-Exekutive. Das sind zu viele, bitte eine. Ja, zumindest Fraktion. An die Gras. Und zwar, ich weiß, vor 2 Jahren habt ihr das auch gefordert, dass die Studienbeihilfen inflationsangepasst werden. Jetzt wart ihr 2 Jahre in der Exekutive, es ist noch immer nichts passiert. Jetzt fordert ihr es wieder. Jetzt würde ich euch fragen, wenn ihr wieder in die Exekutive kommen würdet, wie wollt ihr das dann jetzt umsetzen, wenn ihr in den letzten 2 Jahren nicht umsetzen habt können? Okay, danke. Ja? Also vielleicht, um das mal so zu sagen, vom Ministerium ist es schon länger versprochen. Wir bleiben da dran. Wir haben uns, wie gesagt, auch erfolgreich an den Verhandlungstisch reklamiert. Eben das Bundesministerium wollte das ohne uns verhandeln, haben wir nicht zugelassen. Tatsache ist, mit diesem Studienbeihilfensystem, ich habe ein bisschen ein Problem damit, die Gras fordert ein existenzsicherndes Grundstipendium für alle Studentinnen, um einfach eine Existenzsicherung zu gewährleisten. Das Studienbeihilfensystem, so wie es jetzt dasteht, ist weder treffsicher noch in irgendeiner Weise lässt sich das noch so zusammenschustern, dass es ansatzweise irgendwie gerecht ausgeht. Wir haben die Situation bei Studentinnen, dass 26% von Armut betroffen sind. Bei internationalen Studentinnen, also bei Studentinnen aus Nicht-EU-Staaten, ist die Situation die, dass 50% von Armut betroffen sind. Also die Gruppen gehen in diese Beihilfensysteme einfach nicht hinein. Und da wollen wir ansetzen, dass einfach alle eine Existenzsicherung haben. Wunderbar, vielen Dank. So, wir kommen zur letzten Runde hier am Podium, die ist ganz schnell und ganz kurz, weil letztlich geht es bei einer Wahl natürlich nicht nur darum, dass man Mandate gewinnt, sondern dass man dann auch damit was macht. Und da würde ich gerne jetzt von allen ganz schnell wissen, wollen Sie in die nächste Exekutive oder wollen Sie eher Opposition bleiben und mit wem würden Sie im Fall des Falles gerne koalieren und mit wem jedenfalls nicht? Und wir beginnen bei Herrn Meyerbeul und gehen dann so pingpongmäßig hierher. Wir sehen unsere Funktion ganz klar in der Kontrolle und wollen die auch in der Opposition weiter ausüben. Wir werden aber alle guten Themen auch der anderen Fraktionen in der nächsten Exekutive unterstützen. Wunderbar. Nome? Ja, wir streben eigentlich über 100% bei der Wahl und wollen alleinige. Okay. Unser Hauptziel für die Wahl ist, dass diese Exekutive keine Mehrheit bekommt, weil wir glauben, dass diese ÖH versagt hat. Wir wollen in die Exekutive. Natürlich ausschließende Koalition tun wir mit dem linksextremen und rechtsextremen Rand. Ich kann weder was anfangen mit Kommunisten, die Stalin verherrlichen, noch mit der FPÖ-Studierendenjugend, die teilweise bei der Identitären Bewegung sind oder sie noch dazu verharmlosen. Also mit den beiden können wir nichts anfangen, sonst sind wir mit jedem gesprächsbereit. Okay. Da ist Frau Lilly. Uns geht es vor allem darum, dem Sozialabbau auch für Studis entgegenzuwirken. Und wir würden natürlich wieder in eine Koalition gehen, wenn es passt für uns inhaltlich. Und da kämen für uns natürlich nur die linken Fraktionen in Frage. Okay, also ab wo nicht? Schon ab dem VSSDÖ nicht mehr. Okay. Ja, vielleicht. Rechts und links ist immer eine Frage des Standpunktes. Wenn Sie am Nordpol sind, ist überall Süden. Also das ist... Gut, jetzt geht's hier weiter bei der AG. Ja, wir wollen mal als stärkste Fraktion jetzt endlich auch in die Exekutive. Uns ist dabei aber wichtig, dass ÖH-Politik gemacht wird, wo die Studierenden im Mittelpunkt stehen und
wer das dann sein wird, das sehen wir dann eben in den Koalitionsverhandlungen. Wie ich es vorher gesagt habe, wir reden sicher mit jedem. Dass wir aber mit dem RFS und mit den Kommunisten weniger Überschneidungen haben, ist auch klar. Okay. So. Grundsätzlich ist es nicht unser primäres Ziel, in eine Koalition zu kommen. Vor allem angesichts unserer momentanen Stärke würden wir wohl eher als Steigbügelhalter für eine der größeren Fraktionen dienen und eher politisch untergehen. Das wird uns höchstwahrscheinlich mehr politisch schaden, als weiterhin aus der Opposition konsequente Studierendenpolitik zu machen und dort konsequent für Studierendeninteressen einzutreten. Wunderbar. Frau Zechmeister. Wir möchten gerne in die Exekutive, um weiterhin eine unabhängige und starke Studierendenvertretung mitzugestalten. Koalitionen können wir uns prinzipiell mit allen vorstellen, die ÖH-Arbeit ernst nehmen und unseren Grundwerten nicht entgegenstehen. Okay, wer ist das nicht? NOMAM und der RFS. Okay. Die Gras? Wir wollen in die Exekutive als Gras. Wir wollen weiterhin eine laute, kritische und politische ÖH haben. Wir sprechen grundsätzlich mit all jenen Fraktionen, die für den offenen und freien Hochschulzugang eintreten und sich klar dazu bekennen. Ausschließen werden wir natürlich den rechtsextremen RFS. Okay, aber das verstehe ich jetzt nicht, wenn Sie sagen, offener Hochschulzugang, kämen Junos und AG in Frage? Wenn Sie von diesem absurden Modell bis Sie abkommen, können wir gern drüber reden. Also, ich hatte mit dem Janik gestern eine sehr spannende Diskussion. Vielleicht reden wir nochmal drüber. Okay, gut. Der VSSDÖ. Der VSSDÖ möchte in die Exekutive, nehme ich an. Mit wem würden Sie nicht? Mit dem RFS würden wir nicht, denn wir haben sehr vieles vor, wir haben sehr viele Projekte, die wir umsetzen wollen und wir haben auch hier schon sehr viel diskutiert und ich glaube, das wird nicht funktionieren mit einem RFS innerhalb der Koalition. Okay, sonst gingen alle? Wahrscheinlich, also das mit der NOMAM müsste man sich wahrscheinlich noch ganz stark überlegen und wahrscheinlich nicht, aber... Okay, aus Linz weiß man, Sie wollen das Veranstaltungsreferat in Wörzungen und haben dort offenbar eine große Expertise. Also gut, vielen herzlichen Dank Ihnen allen hier am Podium, Ihnen allen auch, auch den Menschen an den Rundfunkempfangsgeräten zu Hause. Falls Sie jetzt noch immer nicht wissen, was Sie wählen sollen, 16. bis 18. Mai, Vorwahltag schon am 12. Mai, auf neuwahl.com, Neuwahl ohne H geschrieben, neuwahl.com, gibt es ein Wahlbarometer, da können Sie anhand von 22 Fragen testen, mit welcher Fraktion Sie am ehesten übereinstimmen. Ein spannendes, aufschlussreiches Wahlspecial gibt es auch auf der Seite fm4.orf.at. Und wenn Sie sich jetzt, vor allem wie die Herren hier am Podium, die ganz wichtige Frage stellen, wie war ich, dann können Sie sich die Antwort um 22 Uhr in der ZIP 2 holen. Da gibt es eine kurze Zusammenfassung und die gesamte Diskussion ab 22.45 Uhr, dann auf ORF 3 und dann 7 Tage lang noch in der TV-Thek. An dieser Stelle verabschiede ich mich normalerweise von den Zusehern auf Dreisat. Vielen Dank für Interesse. Heute verabschieden wir uns von den Zusehern auf ORF 3. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen allen und vor allem Ihnen allen auch eine erfolgreiche ÖH-Wahl. 16. bis 18. Mai. Alle Unis, alle Privatunis, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen. Bitte gehen Sie hin. Einen schönen Abend noch. May the Fourth be with you. Dankeschön.